Ah, da ist er. Hallo Volker. Okay, leg Sorry, los. wir hatten das Mikro nicht freigeschaltet. Ja, Sendung Macht und Menschenrechte, Volker Heusing, 16. Mai 2013. Kann passieren bei einer Live-Sendung. Okay, wir haben heute fünf verschiedene Dinge. Sprechen wir mit zwei hochrangigen amerikanischen Politikern. Einmal mit Herrn Kevin Akin von der Peace and Freedom Party. Danach werde ich mich unterhalten mit dem Pressesprecher der Grünen in den USA. Es geht jeweils um das Thema Thinktanks. Was wissen von Thinktanks unabhängige US-Politiker? Wie denken sie zu Thinktanks, vor allem militaristischen Thinktanks? Danach kommt ein Aufruf in eigener Sache. Es geht um Griechenland und es geht um die humanitäre Katastrophe dort. Danach kommt ein Interview mit dem Medienwissenschaftler Dr. Uwe Krüger. Es geht um sein Buch Meinungsmacht, um Medien und deren Nähe zu Organisationen oder Journalisten, deren Nähe zu Organisationen. Und zum Schluss kommt ein Interview mit dem Journalisten Günther Lachmann, der ein Buch über unsere deutsche Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel geschrieben hat, mit dem Namen Das erste Leben der Angela M. Nun darf ich als erstes begrüßen Herrn Kevin Akin. Good evening, Mr. Akin. Good evening. Good morning. You are the chairman of the Peace and Freedom Party in California and the interim chairman of the Peace and Freedom Alliance in the USA. Yes, although we just say chair because chairman implies gender in the United States. I'm the state chair of the Peace and Freedom Party and the interim chair of the Peace and Freedom Alliance. We have an A March 2012, read in a magazine of the Council on Foreign Relations that Mr. Matthew Kronick has recommended to attack Iran. This has made us very worried and about the influence that militarist think tanks might have on the U.S. policy. What do you know on the issue of militarist think tanks in the USA? Well, militarist think tanks have a history that goes back actually before the Cold War. Policy institutes are a very old form of organization. They acquired the name think tank after World War II. The militarist think tanks are financed either by the military or the government itself, or by corporate sources, generally corporations that have an interest in selling weapons systems, and other things that the military needs if it's going to carry out those tank policies of carrying a big stick and hitting people with it occasionally. In the United States, the population is somewhat hardened to these appeals from think tanks for one thing or another, because most people who think about these things and study them at all understand that the think tanks basically represent those who finance them. The call from Mr. Kroning to attack Iran was, I think, taken in stride by the U.S. public and just considered to be another political opinion put forward by another organization financed by big corporations. What the Council on Foreign Relations is. I would like to translate. Ich habe Herrn Akin gefragt, wir sind auf das Thema militaristische Thinktanks und ihr Einfluss in den USA gekommen, weil Amestio Krönig im Jahr 2012 empfohlen hat, in dem Magazin Foreign Affairs von dem Think Tank Council on Foreign Relations den Iran anzugreifen. Dies hat uns besorgt gemacht und darum haben wir uns entschlossen, US-Politiker zu fragen, die sich mehr für den Frieden einsetzen und die solchen Think Tanks eben gerade nicht nahestehen, wie sie darüber denken. Und es gibt verschiedene Think Tanks, sowohl öffentlich finanzierte und es gab auch schon solche Tradition von Think Tanks reicht bis vor dem Zweiten Weltkrieg zurück.
Es gibt aber auch Konzernfinanzierte und die Interessen, die sie vertreten, dürften in der Regel auch sehr die sein von den Organisationen, die sie finanzieren. Das können zum Beispiel auch Rüstungskonzerne sein, die ein Interesse haben, dass sie ihre Waffen verkaufen können. Herr Aiken ist Vorsitzender der Peace and Freedom Party von Kalifornien und der Peace and Freedom Alliance in den USA. I'm sorry, what was the question? I've just translated. Okay. What do you think, which think tanks, which militarist ones have a big influence in the USA? Well, there's at least 50 militarist think tanks that have some influence, but they influence different people in different ways. They produce so-called studies which are intended for public consumption and are used by the media for talking points for a particular day, or they're used by one political party or another as talking points in the daily routine of back and forth between the various active politicians. They also put forward people with some scholarly credentials who are able to support whatever the bankrollers of the think tank want to put forward. It's always possible for anyone with money to find a policy institute that will, after suitable study, of course, promote any given point of view. And for that reason, the effect on the public of pronouncements and studies from think tanks is somewhat reserved. The public is skeptical, I would say, of all such studies, unless, of course, the study purports to show something that a particular member of the public really believes and then it's cited. But you'll see a certain number of these militarist think tanks cited over and over again on Fox News, which represents the right wing of the Republican Party. And these particular think tanks are never cited in certain other news reports that come from organizations with a different point of view. There's some of them that tackle particular problems for the military. There's about 50 think tanks that are directly financed by the military in part or in whole. And some of them are intended to solve particular strategic or logistical problems, but most of them really are propaganda organizations, and they have been active so long and quoted so much that the public tends to discount what the public hears from these organizations. I just would like to translate. In the 60s, they received perhaps more attention and got more respect, but there were so many revelations of lies told by think tanks during the 1970s, that a lot of this respect is vanished. Ja, es gibt vielleicht ungefähr 50 einflussreiche Think Tanks, die auch mit unter dem Einfluss des Militärs stehen. Die Think Tanks bringen einerseits Studien raus, es gibt auch Leute, die eben für die Think Tanks deren Positionen nach vorne bringen und da vorangebracht werden. In Fox News von den großen Fernsehsendern sieht man da eher mehr von solchen militaristischen Think Tanks. Fox News kommen auch viele Politiker vom rechten Flügel der Republikaner in den USA mehr zu Wort. Allerdings, die Öffentlichkeit ist seit den 70ern, seit mehr und mehr Lügen und Wahrheiten sichtbar werden, die Think Tanks verbreiten, wesentlich skeptischer geworden. Die Öffentlichkeit zu beeinflussen über Think Tanks ist in den 60ern vielleicht noch leichter gewesen, aber heute nicht mehr in dem Maße. What do you think needs to be done to limit the power of militarist think tanks? Well, militarist think tanks exercise their power on
they're really exercising someone else's power. They're exercising the power of the corporations that fund them and the corporations that manage to convince government officials to further fund them. So a think tank is usually set up as a nonprofit corporation that is ostensibly objective, but in fact is paid to produce things that promote a particular point of view. And so a company that gives money to a think tank is able to take that money off their taxes, whereas if it were merely a company employee who was producing this these opinions, it wouldn't come off their taxes. So other taxpayers are financing the propaganda efforts of these nonprofit think tanks. But attacking the basis of their funding is one thing that can sometimes do a little bit of good, but at the federal level, it's very difficult for relatively minor issues like specifics of tax policy to get much traction. It's very hard for the people generally to affect the specifics of it. Fine details of federal policy, unless something has really caught public attention. I think that the main way to cut the power of the militarist think tanks is to cut the power of the corporations that fund them and the wealthy people who own those corporations. The Peace and Freedom Party, unlike the other parties in the United States, wants to see these corporations come under collective ownership and democratic control, which would, of course, remove their influence over the government because they would no longer be big money instruments for the billionaires. Okay, let me translate. Think Tanks sind sehr stark zum Propagandainstrument der Leute geworden, die sie finanzieren, sind in der Regel gemeinnützige Organisationen. Trotzdem, erwecken eben den Anschein, sie wären objektiv, aber verbreiten eher Meinungen, verbreiten eher Propaganda-Agenda von den Leuten, die sie finanzieren. Und kann gut sein, dass Material, was dort über Think Tanks verbreitet wird, von diesen geschrieben wird in einer von einem Angestellten einer Firma, die das Geld dafür gibt. Und man kann zum Beispiel am Gemeinnützigkeitsrecht etwas ändern. Und die Peace and Freedom Party hat den Ansatz, Konzerne unter demokratische Kontrolle zu bringen und dadurch diesen Einfluss zu verändern. What do you mean with democratic control, that the employees have a strong influence or that the corporations are nationalized? Either, and there's a lot more forms of public ownership than nationalization. For example, we have many utility companies in the United States, even now under capitalism, that are owned by municipalities or counties or states. And those are companies that actually make profits, which are used to augment tax dollars in those jurisdictions. And they're under public ownership and they're controlled by the elected leadership of the counties or cities or states. There's also cooperatives, which are owned and run by the people who work there. There's many, many forms of and there are in the field in which think tanks operate. There are also universities. Some think tanks are based at universities. Some are owned by universities. Many universities are public institutions that are owned by the state or occasionally the city. Sometimes special districts. When I say owned by the state, I don't mean the national government. Owned by a state government. States. So the concept of collective ownership, that is either by the employees or by governmental entities, or by the people as a whole, is often referred to as socialism, and we don't dodge that name. There's
many, many kinds of socialism advocated by many people around the world. We don't really draw distinctions, but we think that public ownership is a good way to remove to stop the evil that many of these corporations do in their single-minded pursuit of maximization of profit. That should translate. The Peace and Freedom Party is dafür, Konzernmacht und vieles, was zerstörerisch ist, dadurch von ausgeht, durch verschiedene sozialistische Konzepte zu begrenzen. Ob es nun ist, dass man den Beschäftigten mehr Macht gibt oder dass man das Volk selber über Betriebe in Kontrolle gibt oder ob die Regierung es ausübt, ist es eben wichtig, dass nicht mehr so starke private Macht in einer Hand ist. What does your party do for peace policy? What is your focus on? I'm sorry, what does our party do about what? About peace policy. Oh, peace policy. Well, we advocate shutting down the foreign bases, some 700 and some foreign bases with the United States military staffs around the world. We advocate ending involvement in foreign wars, including the ones that are going on. There has not been a foreign war since our foundation in 1967 that we supported. We think that all of them have done more harm than they have good. We work with many people of many political opinions against war, against military financing, whatever the question crops up. We want to cut the military budget, we want to cut the size of the U.S. military, and we want to make sure that the troops who are let go from the military when this happens have good jobs to go to. We want to refocus the economy from a war focus to a peace focus, rebuild the American infrastructure, the roads and bridges, rail lines. We are able to find a lot of allies on all of these questions. There are many, many people who are for peace, but due to the nature of the American political system and the notion called lesser evilism, people who are for peace often feel trapped into voting for politicians who are for war. We offer an alternative. We offer a political alternative that is actually for peace and actually against war. Die Peace and Freedom Party setzt sich gegen den Krieg selbst ein. Sie setzt sich dafür ein, dass ein Großteil der amerikanischen Militärbasen im Ausland geschlossen wird, vor allem auch die amerikanische Wirtschaft umgestellt wird von einer Kriegswirtschaft auf eine Friedenswirtschaft. Dazu gehört ganz zentral die Senkung der US-Rüstungsausgaben. Und viele Wähler fühlen vielleicht heute noch, haben das Gefühl, sie müssten ein kleineres Übel wählen und wundern sich dann, dass sie eine Partei gewählt haben, die auch für den Krieg ist. Und die Peace and Freedom Party steht aber, ja, ohne Wenn und Aber, gegen den Krieg. Where can we get more information about your party? Well, it's easy to find information about our party on the internet at www.peaceandfreedom.org. I'm not sure how to say the letters in German, but that's the address for the Peace and Freedom Party's website, and it can also connect you to various other websites. Okay. Many thanks for the interview. Well, thank you for the opportunity. We should be lovers. Tell me what kind of lovers we would be. Finally, we should never talk together. In spite of all the sadness of my tears, my heart sees itself as a story child will come my window. You've hurt me like no one did before. But think
my own competition. By the way, you were a great opponent. We probably met few times later, but it surely make us stronger. Face to face with life, don't you see? Well, this salmon was waiting for your need, for your need. Like to the sword and do not turn around. Say okay and please and tell me why. Make a break on this side or retry again. Share between the reason and the life. I don't know. Is a bang like you. Something strong is falling, it's bleeding into my veins. See, we're back to the beginning. It's just a vicious circle we built here. Don't be afraid to see me while they're crying. At the price we have to pay for this. Pay for. Hier ist wieder die Sendung Macht und Menschenrechte, Donnerstag, 16. Mai 2013. Mein Name ist Volker Reusing. Jetzt werde ich gleich sprechen mit Herrn Scott McLarty von der Grünen Partei in den USA. Er ist Pressesprecher der Grünen dort. Good evening, Mr. McLarty. Hi, nice to meet you. Mr. McLarty, what do you know about militarist think tanks which have a significant influence on the U.S. foreign policy? Well, we can identify them in different ways. No think tank will identify itself as militaristic, but
there are think tanks that, number one, receive funding, corporate funding from companies with an interest in militarism, and number two, we know that there are some ideologues at some of the think tanks, and they use these, they work in these think tanks to spread their influence. And number three, it has also been documented that the CIA has worked through think tanks as well. And I can't speak in depth to that, but I can point listeners to some sources, to one particular source that they can read further about it. Yes, please, just let me translate. Ja, die meisten Think Tanks werden sich nicht selber als militaristisch ansehen, aber es gibt sicherlich manche, die entweder von militaristischen Interessen finanziert sind oder bei sich Ideologen in dieser Richtung haben. Und es gibt auch manche, die mit der US-Auslandsgeheimdienst CIA verwandelt sind. Which examples do you know? Danke für Sie, für Ihre Übersetzung. Mein Deutsch ist nicht so gut. Let's see. Well, to begin with, we can mention the American Enterprise Institute, which is a think tank that has been associated with neocons, neoconservatives in the United States, including people like Irving Kristol and Jane Kirkpatrick. Neocons were the driving force, the driving ideological force behind the United States drive for war against Iraq 10 years ago. Das American Enterprise Institute zum Beispiel wird assoziiert mit der Strömung neokonservative Neocons, zum Beispiel Irving Kristol oder Jane Kirkpatrick, Leute von dort. Und das war die Strömung, die damit assoziiert wird mit dem Irakkrieg vor 10 Jahren. And when we talk about the corporate influence on think tanks, I can give you a few examples of very powerful corporations in defense and energy and industries with an interest in defense. And of course, when I say defense, I mean in the United States, the word defense politically translates into military aggression. I'll let you translate first. Es gibt einige Konzerne, sowohl aus dem militärischen als auch aus dem Energiebereich, auch aus dem Energiebereich mit militärischen Interessen, die ins, sich für ja, Verteidigungsbereich dort engagieren. Und in den USA benutzt man das Wort Verteidigung auch im Sinne militärischer Aggression, wenn man die meint. And I mentioned, I can mention a few very, very conservative right-wing think tanks that have such influence. I mentioned American Enterprise Institute, AEI. There's also the Heritage Foundation and the Cato Institute. Cato, for instance, I know takes an awful lot of money from the from oil companies, from energy conglomerates, including Chevron, ExxonMobil, Shell Oil, Amoco, Atlantic Richfield. And these companies have had an interest in gaining control of Middle Eastern and other petroleum supplies around the world. Ja, es American Enterprise Institute, es gibt auch andere, ja, mehr sehr konservative Institute, zum Beispiel The Heritage Foundation oder Cato Institute. Beim Cato Institute fällt auf, dass dort Erdölkonzerne sich dort engagieren, zum Beispiel ExxonMobil, Atlantic Richfield, Shell, Chevron. And even some fairly liberal think tanks, and the word liberal needs to be
obviously loosely defined here. Some liberal think tanks like Brookings Institution received money from Mobil, ExxonMobil, and from defense firms like Lockheed Martin and McDonnell Douglas. Selbst in den USA als liberal bezeichnete Think Tank wie Brookings Institution bekommen zum Beispiel Geld von ExxonMobil, von Lockheed Martin, von McDonnell Douglas. And I mentioned the influence of energy companies, oil companies. I must say something. I've forgotten that McLarty hat auch gesagt, dass Ölfirmen eben auch ein Interesse haben, auch am Mittleren Osten Einfluss zu gewinnen. We can also mention the Heartland Institute, which receives a lot of money on from public corporations, from corporations, and these corporations are actually funding the Heartland Institute's work in denying climate change. Es gibt ja, Konzerne, die das Heartland-Institut finanzieren, und das Heartland-Institut setzt sich sehr ein dafür, zu bestreiten, dass es einen Klimawandel gibt. I mentioned before the influence of the CIA and a group called the Institute for Economic Democracy and a publication called Covert Action Quarterly, which is published by disaffected CIA agents, have discussed the ways in which the CIA has influenced think tanks in the United States. Can you name the repeat the name of the institute? The Institute for Economic Democracy. Institute for Economic Democracy, Institut für ökonomische Demokratie und Publikation Covered. Covered Action Quarterly haben den Einfluss der CIA auf verschiedene Think Tanks betrachtet. And listeners can look that up at the website of the Institute for Economic Democracy. That's www.ied.info. I guess that would be IED.info. IED.info. Auf Deutsch. Ja, bei diesem Institut, da kann man Informationen bekommen, wie CIA Einfluss. So that's basically an overview of how militaristic ideas, which we should define more specifically as militarily aggressive ideas, are promoted through certain think tanks in the United States. Das war ein Überblick. Man sollte klarer definieren, was meint man jetzt mit militaristisch, ob man militaristisch aggressiv meint. And I should mention that the same corporations, along with the think tanks, have a lot of influence with the two big parties, the two big political parties in the United States, the Democratic and Republican parties. And I know there is, well, I'll let you translate first. Ja, die große Konzerne Seite an Seite mit Think Tanks haben starken Einfluss auf die republikanische und auf die demokratische Partei, die beiden größten Parteien der USA. How do they have this influence? And why on these two parties, not on others? Well, they don't waste their time on other parties because the Democrats and Republicans have so much power. They would not waste their time with the Green Party because the Green Party is a party of nonviolence and accepts no corporate money or influence. Ja,
sie konzentrieren sich auf die beiden größten, mächtigsten Parteien. Grünen Partei, da kümmern sie sich nicht drum, weil die Grüne Partei kein Konzerngeld und Konzerneinfluss akzeptiert und sich für Gewaltlosigkeit einsetzt. I know that there was a lot of hope in Europe that the election of Barack Obama in 2008 would bring about a change in the militaristic policies of the United States, but that did not happen. And the Green Party here, we knew that would not happen because we had been following Barack Obama's political career closely. We read his campaign positions closely, and we knew that the public image of Obama as an anti-war candidate was false. Glasi sagt, dass die Grünen sich, bevor Barack Obama gewählt wurde, auf ihn 2008 in Europa viele Menschen Hoffnung gesetzt haben, auch, dass er sich für den Frieden engagieren würde, dass das sich nicht bewahrheiten würde, denn sie haben seine Kampagne und seine politische Karriere genauer betrachtet. Which facts did make you think that he would not become a real peace politician? Well, his position on the war in Iraq was that he would not bring about a quick withdrawal. He would not order the troops home quickly. When he did finally order a lot of the troops back home, and there still are a lot of U.S. troops in Iraq, he was only following the timetable that had been signed by the timetable agreement that had been signed by President Bush. Als Obama dann die Truppen aus dem Irak deutlich, die US-Truppen im Irak deutlich reduziert, es sind immer noch viele dort, ist er nur dem Zeitplan gefolgt, den US-Präsident Bush auch schon festgelegt hatte. And in addition to that, we knew that the Democrats had been supporting these war policies all along and were continuing to vote for increased funding for military operations. Die Demokraten haben diese Kriegspolitik auch längere Zeit unterstützt und auch fortwährend für die Kriegsfinanzierung gestimmt. And as a result of that, as a result of the false image of Barack Obama as a leader for peace, the after 2008, the anti-war movement in the United States came to a halt just when we needed it most of all. Ausgerechnet da, wo die Antikriegsbewegung, wo sie am meisten gebraucht worden wäre, ist sie zu einem Halt gekommen. Because of the trust that Mr. Obama would do, would fulfill his promises. And one of the great problems in the United States now is that we have continuing drone warfare, which is killing civilians. We have attacks by the Obama administration on civil liberties. There is the recent scandal of the Obama Justice Department spying on journalists from the Associated Press, and yet there is not much outrage from much of the so-called left in the United States. In den USA gibt es Ausspionieren von Journalisten der Nachrichtenagentur Associated Press. Die USA setzen Drohnen ein an verschiedenen Orten gegen Zivilisten. Bürgerliche Rechte werden abgebaut von der US-Regierung. Und es gibt von vielen Politikern, die sich als links ansehen,
nicht wirklich starken Protest dagegen. For those of us, I'm sorry, you finished? I would like to ask, do you know specific US politicians who are embedded with certain military think tanks? Think tanks in the United States are nonpartisan. They consider themselves nonpartisan. And so therefore, politicians do not have direct involvement in them. Weil Think Tanks in den USA sehen sich als parteiunabhängig an und deswegen sind Politiker in den USA in der Regel nicht direkt darin involviert. They consider themselves non-partisan and they therefore can influence both parties. They try to influence both parties and also it's important for them to maintain their tax-exempt status. And tax exemption only applies for non-partisan organizations. Nur für parteiunabhängige Organisationen gibt es die Steuerbefreiung, also Gemeinnützigkeit. Und Think Tanks konzentrieren sich natürlich dann nicht darauf, nur gegenüber einer Partei zu lobbyieren, sondern auf jeden Fall gegenüber den beiden großen Parteien in den USA. And I should mention that the power of the think tanks is such that that they meet regularly with office holders, especially members of Congress, and they do this in tandem with the very corporations that fund them. So at the same time that office holders are being influenced by campaign donations from corporations, they are also receiving a flood of position papers and talking points and other influence, other kinds of influence from think tanks. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Amtsinhaber im Parlament, Abgeordnete, gerade auch zu Wahlkampfzeiten, dass Leute, Vertreter von Think Tanks zu ihnen kommen, Informationsmaterial bringen und dass quasi mit dabei auch mögliche Parteispender kommen oder Spender für den Kandidaten. Und das kann schon einen starken Einfluss haben. And there is another way in which they exert their influence, and that is that they make spokesmen available widely on to the media. So it is very common to put on a news show or a news discussion show at on TV or on the radio, and to hear representatives of think tanks, fellows from think tanks being interviewed. Es ist in den USA nicht ziemlich häufig, dass in Nachrichtensendungen oder Nachrichtendiskussionssendungen Vertreter von Think Tanks interviewt werden. And listeners can read about this at a website called fair.org, FAIR.org. I guess that's FIER.org auf Deutsch. And that is the foundation for accuracy in reporting. And FAIR has tracked very closely what kinds of interviews, who is being interviewed in the major media in the U.S. And there is very much a bias towards conservative think tanks and corporate spokespeople. Sind viele, also es gibt eine Stiftung für faire Berichterstattung, fair.org, und die untersucht, wo in den USA Konzernsprecher, Konzernvertreter interviewt werden oder Vertreter von Think Tanks und wo diese Leute befangen sind, zu welchen Themen. And I know,
to know? What else can I tell you? Do you know examples if other journalists or media themselves embedded in think tanks? Well, I mentioned the neocons before, and these include people like Erwin Kristol, former people with positions in the Bush administration, like Richard Perle, Douglas Faith, even in the liberal think tanks, people like E.J. Dionne from the Brookings Institution. They're represented in, they're often interviewed on television. You find their columns in the op-ed pages of American newspapers. Bekannte Vertreter von American Enterprise Institute oder Brookings Institution findet man, werden oft interviewt oder man findet sie oft auch mit Kolumnen, also Kommentarspalten in Zeitungen. Zum Beispiel Erwin Kristol, Douglas Faith, Richard Perle bei einem Neocon. I'm interested in what draw our attention to the influence of think tanks, especially the military ones, is that at the beginning of 2012, Matthew Koenig has recommended in an article in Foreign Affairs, the magazine of the Council on Foreign Relations, that it was time to attack Iran. Have you seen, has this had a particular influence? Are there many lobbyists who have lobbied against Iran? Well, the neocon influence is very strong. I can't point to any particular think tank that is promoting the an attack on Iran. We know that there is particular interest by the powerful in the United States to assert American control on the Middle East, and of course one of the countries that is not cooperating with that, of course, is Iran. I think the powerful in the United States would like to see Iran become something like Saudi Arabia under the within the U.S. sphere of political influence there. And then secondly, of course, the United States and energy companies want access to Middle Eastern oil and control over fresh water and other resources. Ja, ich hatte gefragt nach dem Artikel. Matthew Koenig hatte empfohlen in dem Magazin vom Council on Foreign Relations, Foreign Affairs, Anfang 2012 ist der Zeit, den Iran anzugreifen. Und nach Meklatis Wahrnehmung, ob dies einen starken Einfluss gehabt hat oder ob es andere Lobbyisten gibt, die einen Einfluss in der Richtung für eine aggressive Politik. I should mention something. This is not a simple exercise of power here. The Pentagon, for instance, a lot of generals of the Pentagon say that attacks on these countries would be a very bad idea because it would stretch American military capabilities beyond the limit. Okay. So there is, so even within think tanks that are militarily aggressive that promote such ideas, there is a lot of debate. Okay. They know that the United States cannot just act unilaterally all the time and
trouble by deploying military forces everywhere. Besonders starken Einfluss sieht der Meklati von militaristischen Thinktanks mehr aus der, vor allem aus der neokonservativen Richtung, und dass man Kontrolle haben will über Mittleren Osten, Kontrolle haben will über Erdöl, Kontrolle haben will über Wasserreserven, und Iran gehört zu den Staaten, die das nicht so ohne weiteres so mitmachen. Und kleinen Moment. Es ist aber alles andere als unwidersprochen. Selbst Thinktanks, die eben eine militaristische Ausrichtung haben, die zum Beispiel im Pentagon nahestehen, sehen solche Ideen sehr kritisch, denn sie sagen, man kann auch die US-Militärfähigkeit nicht endlos überdehnen. Irgendwann überfordert das die USA und raten sehr deutlich davon ab. Also gerade auch Thinktanks, die dem Pentagon nahestehen, haben da eine moderatere Haltung. Weil sie einfach befürchten, dass das US-Militär überfordert wird. Und man kann sich auch nicht unilateral einfach überall einmischen. So it's important to understand that these think tanks, even within single think tanks, they are not monolithic. That debate does take place. They're not monolithic or reckless in the positions they take. Selbst solche think tanks, die sind nicht monolithisch. Auch dort findet eine Debatte statt. Die sind nicht einfach rücksichtslos und haben nur eine einzige Meinung. What does your party do for achieving peace? Well, the Green Party in the United States is still in its early stages. And we have people elected at local levels. We have green mayors, we have green city council and town council members. We have had green legislators at the state level, but we do not have green legislators at the national level. There are no greens yet in Congress, in the U.S. House or the U.S. Senate, and therefore we have very limited ability to have an influence on foreign policy so far, except in our public statements and in getting information out to our members and friends. Die Grünen in den USA haben bereits Leute auf Bundesstaatsebene gehabt, also bei Deutschland im Landtag, haben Abgeordnete auf kommunaler Ebene, haben Bürgermeister, aber noch keine im Bundesparlament. Und deswegen ist ihr größter Einfluss auf Bundesebene ihre Teilnahme an der politischen Bildung. Welche Stellungnahmen sie zu machen? And the Green Party participates in public protests sometimes. The Green Party has, even though the anti-war movement nearly died in the U.S. after President Obama's election in 2008, the Green Party, as an independent party, not allied with the Democrats, has kept some of the anti-war movement going here. We are taken seriously as a genuine anti-war party. Nach der Wahl von Präsident Obama ist die Antikriegsbewegung leider stark zusammengeschrumpft, und die Grünen gehören mit zu den Kräften, die die Antikriegsbewegung in den USA in Bewegung halten. And I have a little bit of news for listeners. Within the past month, our presidential candidate last year, Jill Stein, and her running mate, Sherry Hankala, have established something called the Green Shadow Cabinet.
And that is a presidential cabinet as it would look if we had a green president. And the cabinet positions are filled, and several public statements by members of this cabinet have been published already. And listeners can read about the Green Shadow Cabinet and look at their position papers and public statements at greenshadowcabinet.org. That's greenshadowcabinet.us. I said .org, but it's not .org, it's .us. Okay. US. Ja, die Grünen haben in den USA jetzt ein Schattenkabinett gebildet, also der Öffentlichkeit vorgestellt, wenn sie in die Bundesregierung der USA kämen, wen sie nach jetzigem Stand dort welche Ministerposten geben würden, und unter Führung der Spitzenkandidatin Jill Stein. Ja, ich denke, das sollten vielleicht die anderen Parteien auch machen. I think all the parties should make the shadow cabinet for transparency. It's kind of strange. In the United States, we don't see shadow cabinets. The Green Party is perhaps establishing a good precedent here in having a shadow cabinet to let people know what a green government would look like. Okay. Many thanks for the interview. And now we will have some music. And one more, can I mention one more thing? Okay, yes, sorry, certainly. Listeners, to look us up at our website, which is gp.org. GP.org. Okay. Website of the Green Party of the United States. Many thanks. Thank you. Yellow Duncan. Now I got something, you can do it, homie. Got your grind on it, I got the hot music. Unless I got magic, you can face on it. You hear the drums on it, come on, bounce with it. This is how we vibe to it. You got the piss for it, you got the guts for it. You can shine with it, homie, let me grind with it. I got some body in the club, come on, keep on dancing to this song. You got them beats and breaks and your booty shaking all night long. Every blow that you give to me, I thought about it constantly. Get a kiss just for free, baby boy, what you've done to me. Let's get it going on. I'ma hit the highway and do it my way. It ain't no game, girl, so I don't play games. I keep it up straight, right up in your face. So make your mind up, cause life is too short. I got the vest on, boy, put your belt on. Stop acting all cool like Kanye West, boy. You be riding through the wire and the camera get on fire. You don't want that, no, I don't want that, no. These girls are the pimps and chicks, so slow, slow. Hit the backseat when you're doing the licking, kissing, squeezing. Do the damn thing, man. Daddy in the club, come on, keep on dancing to this song. You got them beats and breaks and your booty shaking all night long. Every blow that you give to me, I thought about it constantly. Get a kiss just for free, baby boy, what you've done to me.
estás de aquí, mi amor. Heute ist Donnerstag, der 16. Mai 2013. Hier ist der dritte Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle dran. Mein Name ist Volker Reusing. Ja, wir haben uns entschlossen, hier einen Teil in eigener Sache zu bringen, weil es einfach notwendig geworden ist. In der Sendung, der vorletzten Sendung, ging es ja um das Thema Verdunkelung in Europa. Es ging darum, wie in Griechenland die Berichterstattung über Armut entmutigt wird. Es ging darum, wie über eine angebliche EU-Datenschutzverordnung in Wirklichkeit eine Zensur, Verdunklungs- und Presseunterdrückungsverordnung, Aktenzeichen 2012-0011, COD, was im Juni im Europaparlament beschlossen werden soll, man unliebsame Berichterstattung über konkrete Personen mit Bußgeld bis zu 1 Million verfolgen kann. Ich verweise auf unsere Sendung, unsere vorletzte Sendung, wo wir das ausführlicher behandelt haben. Und das hat uns dazu gebracht, meine Frau ist ja auch Anzeigerstatterin gegen Unbekannt bezüglich des Verdachtsverbrechen gegen die Menschlichkeit in Griechenland wegen der Schädigung der Gesundheit der Griechen. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe K, römisches Statut, wo man den Griechen die Gesundheit kaputt macht, dass das aufgeklärt wird, wer dafür die Verantwortung trägt und ob es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Und angesichts der näher rückenden, großflächigen, ja gerade Gefährdung der freien Presse in ganz Europa, wofür Griechenland noch ein moderates Beispiel ist, was uns jetzt im Juni droht, haben wir uns entschlossen. Wir hatten gehofft, dass ein griechisches Medium es eher bringen würde, dass wir es jetzt als erstes bringen. Es sind zwei Seiten. Ich verlese, es ist ein Aufruf von meiner Frau erstmal an den griechischsprachigen, langsam, die deutschsprachigen Griechen, die Griechen im deutschsprachigen Raum. Wenn jemand selber betroffen ist, die Leute kennt, die in Griechenland leben, die eben nicht mehr genug ihre Medikamente bekommen, nicht mehr genug zu essen haben, dass die ihre Aussagen nach Den Haag schicken. Ich lese es jetzt vor. Sarah Lucia Hassel-Reusing. Und unsere Anschrift, die finden Sie auch auf dem Blog, Menschenrechtlerin. Aufruf an die griechische Öffentlichkeit zu Zeugenaussagen. Aktenzeichen OTPCR 345 aus 12.16.05.2013. Sehr geehrte Damen und Herren, am 21.11.2012 habe ich beim Internationalen Strafgerichtshof ISDGH Den Haag Anzeige erstattet gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch vorsätzliche und gleichzeitig systematisch und groß angelegte Schädigung der Gesundheit der griechischen Bevölkerung. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe K römische Statut. Jeder hat das Menschenrecht auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Artikel 12 UNO-Sozialpakt. Außerdem wird das Recht auf Gesundheit geschützt für Frauen durch Artikel 12 UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW und für Kinder durch Artikel 24 UNO-Kinderrechtskonvention CRC. Außerdem müssen Kinder gemäß Artikel 19 CRC vor Schäden geschützt werden. Daraus folgt, dass beim Recht auf Gesundheit weniger gespart werden darf als bei jedem anderen sozialen Menschenrecht. Ich habe die Strafanzeige bewusst gegen Unbekannt gerichtet, weil in den Entwurf und die Entscheidung über die Auflagen im Zusammenhang so viele Personen involviert sind, darunter die Troika aus EU-Kommission, IWF und EZB, die Eurogroup Working Group der Finanzstaatssekretäre, die diesen vorgesetzten Finanzminister und zahlreiche externe Berater und Lobbyisten, dass vermutlich erst die Unterlagen, was zustande kommen, der Auflagen sowie Zeugenaussagen dazu Klarheit bringen werden, welche Personen konkret verantwortlich sind für die Auflagen, welche zur Schädigung der Gesundheit so vieler Einwohner und Bürger Griechenlands geführt haben. Mir geht es darum, dass die Schuldigen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden und dass zumindest die Schädigung der Gesundheit der Griechen durch die Sparmaßnahmen beendet, sowie dass den Einwohnern anderer Staaten zumindest die Schädigung ihrer Gesundheit erspart bleibt. Ich habe in meiner Anzeige Zusammenhänge gezeigt zwischen konkreten Auflagen sowie deren Folgen für den Hunger und die Schädigung des Gesundheitswesens in Griechenland, zum Teil mit Bezugnahme auf bereits durch Herrn Georgios Tragas und dessen Kollegen eingereichte Beweismittel. Nach den mir bisher vorliegenden Informationen sind die Gesundheitsschädigungen vor allem durch die Kürzung im Gesundheitswesen und die Verursachung von Unterernährung, aber auch durch die Verursachung von Obdachlosigkeit und fehlenden Mitteln zur Beheizung von Wohnungen entstanden. Die bisher eingereichten Beweismittel bewegen sich alle auf einer abstrakten Ebene. Was vor allem noch fehlt, sind Zeugenaussagen konkreter Einwohner Griechenlands, deren Gesundheit durch die Sparmaßnahmen geschädigt worden ist.
Auch Zeugenaussagen von Freunden und Verwandten von Griechen, die gestorben sind aufgrund von Gesundheitsschädigungen, die durch die Sparmaßnahmen verursacht sind, oder die Selbstmord begangen haben aufgrund der Auswirkungen der Sparmaßnahmen, sind wichtig. Es geht darum, nicht nur abstrakte Zahlen, Paragraphen und Statistiken zu zeigen, sondern dem ISDGH auch die menschliche Seite zu zeigen. Es geht darum, aus der Opferrolle herauszukommen und selbst durch die Aussage aktiv zur Aufarbeitung beizutragen. Es geht darum, dass außer Journalisten und Menschenrechtlern vor allem auch die Geschädigten selbst in möglichst großer Zahl aussagen und so aktiv für die Aufarbeitung eintreten. Und da benötige ich zur Beweisführung Ihre Hilfe durch Ihre Zeugenaussage direkt an den ISDGH in Den Haag in englischer Sprache mit Bezugnahme auf das Aktenzeichen UTP-CR-345-12. Nach Artikel 15 Römisches Statut kann jeder beweisdienliche Informationen zu Fällen des mutmaßlichen Vorliegens von Straftatbeständen nach dem Römischen Statut einreichen. Die Anschrift für die Zusendung von Beweismitteln an den Internationalen Strafgerichtshof und ist laut dessen Webseite International Criminal Court Evidence Information and Evidence Unit, Office of the Prosecutor, Post Office Box, und da steht der Postfach und die Postleitzahl von Den Haag, Niederlanden, und auch eine Faxnummer steht dort. Bitte auf der Webseite nachschauen, falls sie sich irgendwann mal ändert. Das Beweisthema ist die Schädigung der Gesundheit durch konkrete Sparmaßnahmen. Bitte beschreiben Sie darin, ab wann durch welche Maßnahme Ihre Gesundheit Schaden zugefügt worden ist. Das kann sich beziehen auf Medikamente oder ärztliche Leistungen, die nicht mehr oder nur noch mit unerschwinglichen Zuzahlungen oder nicht mehr in erreichbarer Nähe zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie unterernährt sind, kommt es für Ihre Aussage darauf an, durch welche Kürzung, zum Beispiel von Rente oder Gehalt, Sie ab wann nicht mehr genug Mittel gehabt haben, sich ausreichend zu ernähren. Auch wenn es an der Lockerung des Kündigungsschutzes oder an einem deutlichen Anstieg bestimmter Lebenshaltungskosten liegt, ist Ihre Aussage wichtig. Bitte sagen Sie auch aus, wenn Sie nur deshalb nicht unterernährt sind, weil Sie von karitativen Organisationen unterstützt werden. Wenn Sie obdachlos geworden sind oder aus Geldmangel in einer unbeheizten Wohnung leben müssen, geben Sie bitte an, ab wann Sie durch welche Kürzung die erforderlichen Mittel nicht mehr aufbringen konnten. Falls möglich, führen Sie Ihrem Schreiben an den ISDGH bitte auch Fotokopien von Belegen, weil die zeigen, dass mit Ihren verfügbaren Mitteln notwendige Kosten für Nahrung, Wohnung oder Gesundheit nicht mehr bezahlt werden konnten. Falls Sie Indizien haben, ab wann die Personen, welche die Auflagen für Griechenland erstellt oder über diese entschieden haben, gewusst haben müssen, was sie der Gesundheit der Bürger und Einwohner Griechenlands damit antun, informieren Sie den ISDGH und auch mich bitte auch über diese. Denn ein Verbrechen an der Menschlichkeit, Artikel 7 Römisches Statut, liegt erst bei einem Grad an Vorsatz vor, dass man weiß bzw. wissen muss, was man anrichtet und es trotzdem tut. Jede Aussage mit beweisdienlichen Informationen über die Schädigung der Gesundheit konkreter Personen durch die Auflagen ist ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung. Je mehr beweisdienliche Aussagen eingehen, desto mehr wird außerdem ein Signal an den ISDGH gesetzt, dass es den Bürgern und Einwohnern Griechenlands wichtig ist, der Aufklärung der Verantwortlichen für die Schädigung ihrer Gesundheit und auch der Abschreckung gegenüber weiteren Schädigungen eine hohe Priorität beizumessen. Mit freundlichen Grüßen, Sarah Lucia Hasselhäusen. Dieses Schreiben ist auch auf unserem Blog, unser -Politik-Blog, veröffentlicht worden. Und dort findet man das Schreiben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit dafür. Und es wird auch in englischer, die englische Übersetzung wird dort auch in Kürze stehen, sodass man auch die Menschen im englischsprachigen Raum erreichen kann. Es geht darum, dass möglichst viele Griechen aussagen, damit das Leid der Griechen ein Gesicht bekommt. Es gibt auch eine griechische Übersetzung, aber die wird erst veröffentlicht nach Absprache mit einem bestimmten griechischen Presseorgan. Das machen wir nicht auf unserem Blog, wenn die haben die Übersetzung ins Griechische erstellt. Das war etwas in eigener Sache. Ich hoffe, Sie verstehen, dass es jetzt in dieser Zeit, wo die Pressefreiheit in Europa durch die EU-Zensurverordnung, die für Juni droht, so unter Druck ist, dass wir diesen Aufruf jetzt veröffentlichen mussten. Jetzt, wo es Meinungs- und Pressefreiheit auch im Internet noch gibt, jetzt im Mai, weil wir nicht exakt wissen, wann man es im Juni beschließen will. Und wenn man sich so aus dem Fenster nimmt, wie meine Frau sich so einsetzt für die Griechen, dass das aufgeklärt wird, die Frage des Verbrechens an der Menschlichkeit durch großflächige Gesundheitsschädigung, die schwerste Schädigung des Gesundheitssystems der Griechen und auch der Ernährung. Ich denke, dann ist es auch wichtig, dass auch
die Griechen selber sagen, ja, wir wollen, dass das aufgeklärt wird, wer dafür die Verantwortung trägt und dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden und vor allem, dass es aufhört, dass sie endlich ihre Gesundheitsversorgung wieder bekommen. Das ist das am besten geschützte soziale Menschenrecht und das muss auch bei Sparmaßnahmen beachtet werden. Das muss doch wirklich als Letztes gespart werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt kommt noch etwas Musik und dann kommt noch die Anmoderation der beiden Interviews mit Herrn Dr. Krüger und mit Herrn Lachmann. Sendung Macht und Menschenrechte
16. Mai 2013. Mein Name ist Volker Reusing. Gleich hören Sie noch zwei Interviews, die wir aus zeitlichen Gründen vor der Sendung aufgenommen haben, vor der Live-Ausstrahlung. Es folgt als nächstes das Interview mit Herrn Dr. Uwe Krüger. Herr Dr. Krüger forscht an der Uni in Leipzig zu Medien und Journalismus. Und das Buch Meinungsmacht beruht auf einer Studie von ihm. Es ist veröffentlicht im Herbert von Harlem Verlag. Es geht darum, Nähe von Journalisten zu Thinktanks, zu Verbänden und wie man wissenschaftlich ergründen kann, wie das einen Einfluss auf die Berichterstattung oder Nichtberichterstattung haben kann. Zum Beispiel, ob man als Journalist Rücksicht nimmt auf eine bestimmte eigene Tätigkeit. Und welche Tätigkeiten können interessant sein dafür, dass sie sich auswirken können auf die eigene Berichterstattung. Er hat dort verschiedene Journalismustheorien angewandt und untersucht, Berichterstattung zu konkreten Themen von mehreren bekannten Journalisten. Danach folgt ein Interview mit Herrn Günther Lachmann. Herr Lachmann hat zusammen mit einem Historiker das Buch Das erste Leben der Angela M. herausgebracht und vergleicht es geht um die deutsche Bundeskanzlerin, ist im Piper Verlag erschienen, Dr. Angela Merkel, und vergleicht Stellungnahmen der Bundeskanzlerin selbst zu ihrer Karriere während der DDR-Zeit und das, was Herr Lachmann und sein Kollege herausgefunden haben über die damalige DDR-Karriere unserer heutigen Bundeskanzlerin. Mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Wir hören gleich die Interviews zur nächsten Sendung. Da wird es dann endlich gehen, was wir schon eher vorgehabt hatten, um das sogenannte geophysikalische Ereignis. Ja, was ist los mit dem Erdmagnetfeld? Wir werden verschiedene Leute fragen zu dem derzeit, zum Beispiel laut einer Arte-Reportage, stark schrumpfenden Erdmagnetfeld. Ist da was dran? Welche Auswirkungen hat das? Da werden wir verschiedene Experten befragen in der nächsten Sendung. Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Ich möchte mich von Ihnen jetzt schon mal verabschieden. Sie hören jetzt gleich die Interviews mit Herrn Dr. Krüger und mit Herrn Lachmann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun kommt das Interview mit Herrn Dr. Uwe Krüger von der Universität Leipzig. Er hat das Buch Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten und auf Leitmedien und Alpha-Journalisten, eine kritische Netzwerkanalyse, in 2013 geschrieben. Guten Abend, Herr Dr. Krüger. Ja, schönen guten Abend. Ja, es geht in Ihrem Buch um Journalisten, die auch in Verbänden, in Netzwerken sich engagieren, neben ihrer journalistischen Tätigkeit. Mhm. Und wie man wissenschaftlich erkennen kann, Wahrscheinlichkeiten, dass dies die journalistische Arbeit beeinflussen kann. Sie haben da in Ihrem Buch, haben Sie da vier verschiedene Ansätze, wie das auf Journalisten wirkt, wenn sie auch sich in Netzwerken, Verbänden, in Thinktanks engagieren. Worum geht es da? Ja, also diese Ansätze, die sind nicht direkt, thematisieren sie eher allgemein so Verflechtungen von Medien und Eliten aus Politik und Wirtschaft. Das sind vier kritische Ansätze aus den USA, die alle, also denen gemeinsam ist die These, dass die großen Medien, die Mainstream-Medien, vor allem den Diskurs innerhalb der politischen Elite reflektieren, aber die Prämissen dieses Diskurses nicht hinterfragen und also nicht die Spannbreite der Meinungen innerhalb der Elite überschreiten. Also, dass das sozusagen nicht nur für den Nachrichtenteil gilt, sondern auch für den Kommentarteil. Dass also Journalisten sich nicht aus dem Fenster lehnen mit Meinungen, die nicht salonfähig sind sozusagen im Establishment. Das sind einerseits, diese vier Ansätze sind einerseits die Indexing-Hypothese, die sagt also, dass die großen Medien nur
ein Indexing, also die Meinungsverteilung in der Elite anzeigen, also was man dort, was man in der Zeitung liest, ist ein indirekter Indikator, ein Indiz dafür, wie die Meinungen verteilt sind in den Eliten. Das zweite ist das Propagandamodell von Noam Chomsky, der recht bekannt ist, und Edward Herman. Das Propagandamodell sagt überspitzt, dass die Mainstream-Medien Propaganda im Sinne der Eliten machen und dass jede Nachricht, die in ein großes Medium kommen soll, vorher 5 Filter durchläuft. Also dass ein System von 5 Filtern Nachrichten säubert von unliebsamen und zu kritischen Nachrichten und Meinungen. Die Filter sind die Interessen der Medieneigentümer, die Interessen der Anzeigenkunden, der Werbekunden. Der dritte Filter sind die Interessen der hauptsächlichen Quellen der Journalisten. Und man kann sich ja denken, jeden Tag wiederkehrend braucht der Journalist eben seine Quellen aus Regierungen, aus Parteien, aus großen Wirtschaftsunternehmen, wenn es Wirtschaftsjournalist ist, dass man sich also auf Dauer nicht mit so einer mächtigen Quelle auch verscherzen kann oder mit einer Vielzahl von mächtigen Quellen. Der vierte Filter ist das sogenannte Flakfeuer. Damit meinen sie, dass wenn mal eine Nachricht, ein Beitrag den Elitenkonsens verletzt, dass es dann ordentlich Gegenwehr gibt, Flakfeuer in Form von Drohanrufen, Druck, Anzeigen, Entzug und so weiter. Und der fünfte Filter ist die herrschende Ideologie, vor dem Kalten Krieg, also war es der Antikommunismus in den USA und nach Ende des Kalten Krieges dann immerhin noch der Mythos vom freien Markt, dass man also gegen so eine große Ideologie nicht anschreiben kann als großes Medium, was eine zentrale Rolle in der Gesellschaft spielt. Das ist die zweite Theorie eben, das Propagandamodell. Die anderen beiden heißen Schutzhundperspektive und Protestparadigma, bedeutet auch, dass Medien nicht der Watchdog sind, nicht der Wachhund für die Gesellschaft und die Eliten eben kritisch kontrollierend beißt in die Wade, sondern dass sie eher Schutzhund spielen für einzelne Fraktionen innerhalb der Elite. Das ist die Schutzhundperspektive. Und das Protestparadigma behauptet auch, dass aufgrund von Verflechtungen mit Institutionen und Eliten, dass die Medien Protestierer, sofern sie grundsätzliche Fragen stellen, radikal sind, Grundfesten des Systems angreifen, dass diese Protestierer entweder ignoriert werden oder marginalisiert oder auch dämonisiert. Auf jeden Fall, dass entweder ihr Anliegen überhaupt nicht gehört wird, oder dann nur negative Merkmale, dass bei Demonstrationen die Gewalt in den Vordergrund gerückt wird und die Anliegen dabei aber verschwiegen werden und so weiter. Das sind 4 Ansätze, die eben das erstmal grundsätzlich erklären, dass der Medieninhalt auch mal limitiert ist, was den Marktplatz der Ideen angeht, dass also nicht alle Ideen gleich behandelt werden, sondern eigentlich nur Ideen, die gerade in der politischen Elite kursieren, in großen Medien vorkommen. Und ich habe dann den Fokus erweitert und auch auf persönliche Netzwerke, also vor allem auch mit Quellen, habe ich also geschaut, ob es Auffälligkeiten in der Berichterstattung gibt, die sich auf personelle Nähe zurückführen lassen. Einzelner Journalisten mit einzelnen Eliten. Gibt es denn eine Definition von Eliten? Wenn ich jetzt eine wichtige Nachricht gebracht haben möchte, dann sollte ich ja vielleicht wissen, mit welchen Eliten ich mich guthalten muss und was Eliten sind. Ja, Eliten, das Wort Elite kommt ja von Eligere, von Auswählen. Also Eliten sind Leute, die einen Auswahlprozess durchgemacht haben und nach oben geklettert sind. Und die laut Definition maßgeblich und regelmäßig an Entscheidungsprozessen für die Gesellschaft mitwirken. Also kann man dann eben in verschiedenen Teilsystemen der Gesellschaft verschiedene Eliten ausmachen. Ne? In der Politik sind es dann eben Kanzler, Minister, Bundespräsident bis hin zu Abgeordneten des Parlaments. In der Wirtschaft sind es dann
also habe ich so zum Beispiel definiert, dann Vorstände und Aufsichtsräte von großen Konzernen und von Großbanken und Versicherungen. Und es gibt natürlich auch Eliten in der Kultur, es gibt Eliten im Sport, eben immer die Besten, die Leistungsfähigsten, die Mächtigsten. Ich habe mich konzentriert auf politische und wirtschaftliche Eliten. Welche sind denn die Leitmedien in Deutschland? Oder wie kann man messen, ob oder inwieweit ein Medium ein Leitmedium ist? Das ist auch eine grundlegende Frage meiner Studie, die ich erst erklären musste. Das ist in der Medienwissenschaft und in der Journalismusforschung durchaus umstritten, was als Leitmedium gilt. Man kann also ganz verschiedene Indikatoren da heranziehen, die Verbreitung innerhalb von Eliten, also wie viele Eliten hat eine Zeitung sozusagen als Leser. Man kann auch gucken, welche Medien am häufigsten in anderen Medien zitiert werden. Und ich habe mich auf das Merkmal konzentriert, welche Medien von anderen Journalisten gelesen oder rezipiert werden, wo man also sagen kann, dass sich dann die Masse der Journalisten auch orientiert sozusagen an den Musterknaben, an den besten Medien oder an den meisten renommierten. Und da gibt es empirische Studien. Wir haben dann Journalisten befragt, also eine repräsentative Journalistenbefragung in Deutschland. Wurden Journalisten gefragt, welche Zeitungen, welche Nachrichtensendungen sie wahrnehmen und regelmäßig. Und da ist dann eben unter den Zeitungen, zum Beispiel Süddeutsche Zeitung, Faz, Welt, Zeit, Spiegel, und bei den Nachrichtensendungen vor allem die von öffentlich-rechtlichen, also die Tagesschau und Tagesthemen in ARD, Heute und Heute Journal beim ZDF. Ja. Sie haben sich in Ihrer Untersuchung auf die Berichterstattung zu zwei Punkten deutlich sehr intensiv angeschaut. Einmal zum erweiterten Sicherheitsbegriff und einmal über die Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Was haben Sie da an Auffälligkeiten entdeckt? Ja, also ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich so angefangen habe, dass ich eine Netzwerkanalyse gemacht habe und geguckt habe, welche Journalisten mit welchen Eliten Kontakt hatten oder zumindest Kontaktpotenzial, also in welchen Organisationen Journalisten zu finden waren, wo auch Eliten, Politik und Wirtschaft zu finden waren. Und da schälte sich heraus, dass für einige Journalisten im außen- und sicherheitspolitischen Elitenmilieu involviert waren, also kann man auch eingebettet sagen. Zumindest hatten sie da einen intensiven Kontakt. Und da ausgehend von diesem Befund habe ich dann geschaut, an welchen Themen, wo man da gucken könnte, ob die Journalisten jetzt auf Linie mit den Eliten liegen oder ob sie trotzdem den Elitendiskurs kritisch hinterfragen. Und da habe ich mir Themen gesucht, wo es eine Kluft zwischen Elite und Bevölkerung in Deutschland gibt. Dass man also guckt, ob diese Journalisten eher im Sinne der Bevölkerung argumentieren oder im Sinne der Eliten. Und das ist zum Beispiel beim erweiterten Sicherheitsbegriff der Fall. Das ist also so, dass klassischerweise bis 1990 oder so, bis zum Ende des Kalten Krieges, war Sicherheit klassisch territorial definiert. Das heißt, wenn wir also Verteidigung sagen, dann meinen wir verteidigen unser Staatsterritorium oder das Bündnisgebiet der NATO, wenn es angegriffen wird. Mit dem Wegfall des Warschauer Pakts und der Bedrohung sozusagen, die von der Sowjetunion ausging, hat man dann Sicherheit breiter definiert und findet sich dann in den Doktrinen seit den 90er Jahren wieder, dass eben Sicherheit auch Rohstoffsicherheit, Energiesicherheit ist, dass man Kommunikationsinfrastruktur schützt, dass man eben also auch außerhalb des eigenen Territoriums sich drum kümmert, dass bestimmte Sachen vorhanden sind für das eigene Wohlergehen. Das gipfelte dann sozusagen in dem Zugspitz, in dem Satz von Verteidigungsminister Peter Struck
2002 erstmals geäußert, dass Deutschlands Sicherheit auch am Hindukusch verteidigt wird. Und das ist in der Bevölkerung hoch umstritten, ob das wirklich so ist oder sein soll, aber unter den Eliten in Deutschland ist das Konsens, Sicherheit erweitert zu sehen. Auch der Münchner Sicherheitskonferenz legt diese Definition zugrunde. Obwohl die auch Iraner, Chinesen, Russen einladen? Ja, die laden sie ein, aber im Kern ist die Sicherheitskonferenz eine NATO-Veranstaltung, also historisch gewachsen als NATO-Veranstaltung und in den letzten Jahren zunehmend sich geöffnet. Das ist also klar, das ist auch ein Verdienst sicherlich von dem jetzigen Chef Wolfgang Ischinger, aber trotzdem steht explizit auf der Website der Sicherheitskonferenz, dass der erweiterte Sicherheitsbegriff hier ist. Und es geht also viel um Rohstoffsicherheit, um Energiesicherheit. Wolfgang Ischinger ist da ein großer Vorkämpfer für diese Sicht von Sicherheit und Verteidigung. Und die Journalisten, die Sie untersucht haben, sind zu einem erweiterten Sicherheitsbegriff, haben sie sich unkritisch verhalten? Ja, genau. Die haben also einerseits haben sie aktiv auch dafür Werbung gemacht, dass Sicherheit so breit gesehen werden muss. Und dass Peter Struck eben recht hat mit seinem Bonmot, dass Deutschlands Sicherheit am Hindukusch verteidigt wird. Das sieht man also sehr gut. Diese Argumente kann man aus den Texten, habe ich da in einer Frame-Analyse herausgeschält. Und diese vier Journalisten tun das also in unterschiedlicher Häufigkeit, aber sie sind sich da einig. Manche verwenden ihn einfach wie selbstverständlich, andere sagen nochmal nachdrücklich, dass das alte Sicherheitsverständnis überholt ist und jetzt richtigerweise eben das alles breit definiert werden muss. Kann man sagen, sind die Journalisten, die Sie untersucht haben, auch in direkt in Thinktanks oder Netzwerke eingebunden, die auch vermutlich oder tatsächlich eine in dieser Richtung militaristische Sichtweise haben? Also militaristisch würde ich jetzt vorsichtig sein, auf jeden Fall ist aber... dieser erweiterte Sicherheitsbegriff. Ja, ist das natürlich der Weg nicht weit. Ne? Also der Einsatz von Militär wird dadurch erleichtert. Aber ich will jetzt nicht den Militarismus bezichtigen, die verwenden. Natürlich muss man in einer pluralisierten Welt auch ein bisschen weiter denken, aber die Frage ist eben zum Beispiel, ob man die Betonung auf seine eigene Sicherheit legt oder ob man die Betonung auf Gerechtigkeit legt, wie zum Beispiel, dass die Friedensbewegung tut. Da kommt man natürlich zu einem ganz anderen Verhältnis zu seinen Nachbarn, auch bei den weiteren Nachbarn. Zurück zu Ihrer Frage, die persönlichen Verflechtungen sehen zum Beispiel so aus, dass also alle diese vier Journalisten Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz waren. Also die Münchner Sicherheitskonferenz, da sind auch viele Journalisten, die das Ganze beobachten von der Galerie aus, aber die vier, die dürfen im Plenum sitzen, die dürfen auch mitdiskutieren in den Diskussionen und die dürfen auch zu allen Empfängen und auch in die Hinterbereiche in diesem Hotel, wo auch Zweiergespräche geführt werden. Also die haben schon eine privilegierte Position von allen Journalisten, die dort sind. Und dann, also zum Beispiel gibt es noch einen ganz interessanten Think Tank, die Bundesakademie für Sicherheitskonferenz. Da fand ich zwei dieser vier Journalisten drin, nämlich die Außenpolitik-Ressortleiter von Süddeutscher Zeitung und Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und überdies war auch der jetzige ZDF-Chefredakteur Peter Frey auch dort im Beirat dieser Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Und das finde ich ganz besonders pikant, weil das ein Think Tank des Bundesverteidigungsministeriums ist, das sich also eine führende Denkfabrik, wie es mit der Sicherheit von Deutschland bestellt ist, und wie man das alles zu sehen hat, auch eine Institution, die diesen erweiterten Sicherheitsbegriff sehr stark propagiert hat, schon relativ zeitig. Und das wirklich Heikle für Journalisten aus meiner Sicht ist, dass dieser Beirat, in dem die drei Journalisten da Mitglied waren,
der hat die Funktion, das Kuratorium dieser Akademie zu beraten, und das Kuratorium besteht wiederum aus den wichtigsten Bundesministern und der Bundeskanzlerin. Das heißt, die Journalisten haben sich verpflichtet, die Bundesregierung in Sicherheitsfragen zu beraten. Und das, finde ich, das geht nicht zusammen mit der Rolle eines Anwalts der Öffentlichkeit, in der drin steckt, dass man die Bundesregierung eben auch kritisiert und kontrolliert. Also das ist ein Interessenkonflikt, der eklatant ist, wie ich finde. Und da, also da sieht man dann, das passt auch eben gut zu Argumenten aus deren Leitartikeln und Kommentaren, dass da nicht viel los ist mit Kritik oder wenn Kritik an Sicherheitspolitik, an Bundeswehreinsätzen kommt, dann ist diese Kritik aus der Perspektive der NATO und der USA verfasst und setzt dann die Bundesregierung eher unter Druck, noch mehr Soldaten nach Afghanistan zu schicken, anstatt auch die skeptische Haltung eines Großteils der deutschen Bevölkerung zu reflektieren. Also dass man merkt dann schon sehr stark, woher der Wind weht. Also. Was mich vor allem auch alarmiert hat, ist der Herr Joffe von der Zeit und dass die Zeitung und die Verbindung der Zeitung die Zeit zum Bilderberg-Netzwerk. Ja, Bilderberg ist eine interessante Vereinigung. Was interessiert sich da genauer? Also ich habe mich damit mal sehr intensiv befasst mit der Bilderberg-Konferenz. Weil Bilderberg ist einmal eben international. Dann Bilderberg hat auch immer wieder Themen rund um die Europäische Union, rund um NATO, hat sehr hochrangige Leute dorthin eingeladen, wenn die veröffentlichen immer nur die Tagesordnungspunkte und veröffentlichen, welche Leute da gewesen sind, aber nicht mehr wem was besprochen ist, wer bei welchen Tagesordnungspunkten dabei war. War immer wieder auch sehr aktuelle und brisante Themen, die Sicherheitspolitik berühren, aber immer nur überschriftenartig. Und das war für mich schon interessant, dass eben die Nähe von der Zeitung, die Zeit hatte ich auch vorher schon mal gelesen, dass sie immer wieder Leute von der Zeit auch bei Bilderberg dabei sind. Genau, das ist historisch gewachsen durch, da war Theo Sommer, der jahrzehntelang Chefredakteur der Zeit war, der war ganz besonders gut vernetzt mit amerikanischen Kreisen und der war da ganz lange und hat seinen Sitz bei Bilderberg dann vererbt an seine Nachfolger, also nicht an seine direkten Nachfolger, aber von der Zeit war dann immer jemand da und nicht nur bei Bilderberg, das sind ja dann ungefähr 120 Leute, sondern es gibt noch so ein Inner Circle bei Bilderberg, den Lenkungsausschuss. Da sind zwei Menschen pro teilnehmendem Land drin. Die entscheiden dann, welche Themen behandelt werden sollen und welche Leute noch eingeladen werden sollen. Und Theo Sommer und auch Matthias Nass von der Zeit später, die saßen eben immer im Lenkungsausschuss als einer von zwei Deutschen. Theo Sommer, damals zusammen mit Alfred Herrhausen von der Deutschen Bank. Und ich glaube, dass Matthias Nass von der Zeit dann später zusammen mit Josef Ackermann von der Deutschen Bank auch im Lenkungsausschuss von Bilderberg saß. Also hatten da eine ganz zentrale Rolle. Bilderberg, man weiß jetzt nicht, wie viel Einfluss von wem ausgeht, aber es ist auf jeden Fall ein Ort, jeweils ein wechselndes Fünf-Sterne-Hotel im Geheimen, wo ein paar Tage lang sich Eliten aus ganz verschiedenen Sektoren, aus Politik, Wirtschaft, Militär, Wissenschaft auch, wo die einfach mal unter sich sind und auch sich kennenlernen können, auch menschlich näher kommen können, an der Bar dann auch mal miteinander plaudern, wo also auch eine Elitensozialisation stattfindet und kurze Drähte dann für spätere Kontaktaufnahmen entstehen. Das ist auch eine der Sachen, die Journalisten bei Bilderberg eben so reizt. Ich habe mit einige Journalisten habe ich interviewt
Und die sagen eben, dass das also ein wahnsinniges Kapital ist, ne? Wenn man dann eben mit Ministern und Staatschefs dort und Wirtschaftsführern einfach mal an der Bar sitzt und plaudert und dann später eben auch mal direkt anrufen kann oder auch sich das anhören kann, was die da ohne auf Öffentlichkeit achten zu müssen, dann wirklich frei von der Leber weg sagen, dann kann man dann eben spätere Statements, die sie in der Öffentlichkeit treffen, dann viel besser einordnen. Das ist dann so ein Vorteil, den ein Journalist hat, der dort war. Aber ich sage auch, das ist natürlich problematisch, weil dieser Vorteil, der kommt nicht eins zu eins dem Publikum des Journalisten zugute, denn der beschreibt ja dann nicht, was bei Bilderberg gelaufen ist, sondern der lässt es dann irgendwie nur einfließen in seine Kommentare und Leitartikel und es ist dann die Gefahr hoch, meines Erachtens, dass dadurch auch eine kognitive Vereinnahmung stattfindet, dass man also durch die Vertrautheit mit Eliten und wenn man in dem Milieu sozusagen immer wieder die Sicht der Eliten hört, dass man da dann eben auch auf diese Linie einschwenkt, weil es dann überzeugend ist und weil man vielleicht mit anderen Argumenten aus anderen Bevölkerungsschichten, anderen Perspektiven gar nicht mehr so wahrnimmt. Aber Bilderberg hat, glaube ich, auch einen Einfluss verloren. Also noch in Zeiten des Kalten Krieges war das, glaube ich, sehr viel mächtiger als heute. Jetzt versucht sich Bilderberg zu öffnen. Da kommen dann kommen neuerdings viele Leute aus Osteuropa, werden eingeladen. Der Kreis wird größer und es ist auch, glaube ich, so ein Zeichen, dass sich da Macht sich verschiebt weg von transatlantischen Bündnis. Also Bilderberg ist traditionell Nordamerika und Westeuropa und das jetzt im Angesicht der aufstrebenden Mächte in Asien da auch so ein Elitenclub, so ein transatlantischer Elitenclub nicht mehr so viel zu melden hat, wie noch in den 70er, 80er Jahren vielleicht. Sie schreiben in Ihrem Buch auch von Schweigespiraleffekten. Mhm. Was kann man darunter verstehen? Eine Schweigespirale ist eine Theorie der großen, mittlerweile verstorbenen deutschen Medienforscherin Elisabeth Mölle-Neumann. Das heißt, ja, Medienforscherin und Institut Allensbach hat sie geleitet, Meinungsforscherin. Und die Theorie der Schweigespirale sagt, dass Menschen grundsätzlich Angst vor Isolation haben und dass sie sehr genau ihre Umgebung beobachten, wie da die Meinungen verteilt sind. Und wenn ein Mensch wahrnimmt, dass seine eigene Meinung mit der Mehrheitsmeinung in der Umgebung übereinstimmt, das heißt, dann ist er bereit, seine Meinung laut auch kundzutun. Wenn er aber merkt, dass er alleine ist mit seiner Meinung auf weiter Flur, dann wird er eher die Klappe halten und aus Angst vor Isolation seine Meinung mit seiner Meinung hinterm Berg halten. Und so kann es dann entstehen, dass ganz viele Leute, die ihre Meinung zum Beispiel nicht gespiegelt sehen in der Öffentlichkeit, dass die sich nicht trauen, öffentlich ihre Meinung zu sagen. Und dieses Konzept, das wurde verfeinert durch empirische Studien, hat man herausgefunden, dass nicht unbedingt die Meinung in der großen Öffentlichkeit ausschlaggebend ist, sondern dass die Redebereitschaft von Menschen eher abhängt von der Meinungsverteilung in der direkten Umgebung, also in der unmittelbaren sozialen Umgebung. Und nun kann man sich ja ausrechnen, es ist also ganz wichtig, was sind meine Freunde, was sind meine Bekannten, was sind die Kreise, in denen ich mich ständig bewege. Und wenn jetzt also ein Journalist hauptsächlich im Elitenmilieu verkehrt, und in der Elite zum Beispiel zu einem Thema, wie zum Beispiel in der Frage von Sicherheit, Verteidigung, Auslandseinsätze der Bundeswehr, wenn in diesen Kreisen also ein Konsens herrscht zu einem solchen Thema, dann ist es wahrscheinlich, dass ein Journalist da nicht gegen diesen Konsens anschreibt, also so, um eben nicht geächtet zu werden, rauszufliegen aus seinem vertrauten Kreis, auch um seine Quellen nicht zu verlieren und das Vertrauen seiner Quellen nicht zu verlieren, dass da sozusagen sich fortgesetzt eben die Schweigespirale bildet.
und dann eben Gegenargumente, die es gibt, zum Elitenkonsens verschwiegen werden. Steht da nicht auch die Gefahr, dass Journalisten sich direkt einspannen lassen, auch für Kampagnen, um Leute rauf oder runter zu schreiben, wenn Journalisten näher haben zu Verbänden oder Netzwerken, Thinktanks? Ja, die Gefahr besteht sicherlich, dass sie sozusagen, klar, also ich sitze schwer, direkt da jetzt Fälle zu benennen, aber alleine von der von meiner Untersuchung mit der Sicherheit fällt mir bei dem Stichwort, was Sie geben, ein, dass die Journalisten da teilweise amtliche Formulierungen aus Doktrinen und Dokumenten teilweise wörtlich übernehmen. Also es gibt in diesen Dokumenten der Verteidigungsministerium und EU und USA gibt es häufig so einen Bedrohungskatalog, ja, dass unsere Sicherheit bedroht wird durch Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, durch Terrorismus, durch Piraterie, organisierte Kriminalität, Drogen, Klimawandel, Demografie, Migrationsbewegung und so weiter. Gibt dann immer so einen Satz und da wird sowas dann runtergerasselt, was uns alles bedroht, vermeintlich. Und in den Artikeln gibt es auch solche Sätze. In Artikeln der Journalisten. Und man denkt, die wollen sozusagen die Inhalte der offiziellen Dokumente den Leuten eintrichtern. Das heißt, auf der Sachebene kann man eher solche Parallelen finden, als jetzt auf der personellen Ebene, dass man das Gefühl hat, da wird einer hoch oder runter geschrieben. Ja, das weiß ich nicht, schwierig zu sagen. Also, es ist eher, glaube ich, dass Leute in Schutz genommen werden. Gutenberg war so ein Fall, der ziemlich viele Fans hatte, auch unter Journalisten, und als dann die Plagiat-Affäre über ihn hereinbrach, da hat es manchen gewundert, wie dann mancher Journalist dann so von heute auf morgen auf ihn eindrosch. Aber sowas habe ich nicht durch meine Netzwerkanalyse rauskriegen können, weil ich auch, da ich fokussiert habe auf Organisationen, also ich habe Teilnehmerlisten und Mitgliederlisten von Organisationen und Konferenzen verarbeitet und da geht nicht daraus hervor, wer jetzt besonders eng mit wem ist, sondern einfach nur, wer drin ist, das heißt, wer mit wem Kontaktpotenzial hat. Und konnte dann auch gucken, ob jemand in mehreren Organisationen mit irgendeinem anderen drin ist. Also sind es nur Wahrscheinlichkeiten für erhöhten Kontakt oder erhöhtes Kontaktpotenzial. Aber man kann nicht rauslesen, wie derjenige und der andere sind Busenfreunde. Das kann man anhand dieser Daten, die ja eher so... Na, das einfach öffentlich zugängliche Daten waren, kann man nicht machen. Das müssten dann Insider erzählen, die Leute persönlich kennen, aber die meisten Leute erzählen es eben nicht und halten die Klappe, wie die wahren Beziehungsgeflechte sind. Also man weiß zum Beispiel von Jürgen Leinemann, dem ehemaligen Spiegel-Reporter, dass er ein Bootsfreund von Gerhard Schröder war. Der das dann aber auch kritisch reflektiert hat, dass er da einfach zu nah dran war. Und wenn jetzt ein Journalist in vielen Netzwerken ist, wie kann man dann ermessen, welches Netzwerk einen besonders großen Einfluss haben könnte, wo er sich besonders engagiert oder wo besonders mächtiges Netzwerk ist oder viele Übereinstimmungen sind? Man kann das nicht direkt, also aus den Daten, die ich gesammelt habe, kann man nicht ablesen, welche Organisationen jetzt besonders mächtigen Einfluss auf den Journalisten zum Beispiel hatten. Es gibt ja ganz verschiedene Organisationen,
vom Weltwirtschaftsforum in Davos mit 3500 Teilnehmern bis hin zu kleinen Vereinen, wo jemand im Beirat oder im Präsidium sitzt. Das ist nicht so leicht, also das kann man daraus nicht ablesen, was jetzt die wichtigste Organisation in einem Ego-Netzwerk oder so ist. Was man ablesen kann, sind personelle Überschneidungen oder Redundanzen. Also zum Beispiel hat man gesehen, dass der Außenpolitikchef der Süddeutschen, Stefan Cornelius, in mehreren Organisationen auf Wolfgang Ischinger trifft, den Chef der Sicherheitskonferenz in München, der gleichzeitig auch noch Cheflobbyist der Versicherung Allianz ist. Also das ist sozusagen das, was man mit dieser mathematischen Methode am ehesten noch errechnen kann. Also welches Leute sind, die immer wieder auftauchen in mehreren Organisationen. Und dann ist es natürlich spannend, ein Porträt von Stefan Cornelius von der Süddeutschen über Wolfgang Ischinger zu lesen. Ja, als Wolfgang Ischinger als der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz wurde, 2008 meine ich, da hat Stefan Cornelius ein kleines Porträt geschrieben, das war sehr wohlwollend, hat ihm beste Kontakte bescheinigt, diplomatisches Geschick und das nötige Quäntchen Eitelkeit, was dazugehört, so eine Konferenz auch zu moderieren. Also alles Paletti. Da stand auch von der Allianz stand da nichts. Also diese Pikanz, dass Ischinger sowohl die Münchner Sicherheitskonferenz leitet, als auch Lobbyarbeit für die Allianz macht, solche Revolving Door Effekte oder solche, wo man in zwei verschiedenen Systemen irgendwie ist und da auch Interessenkonflikte haben kann, das wird dann in der Süddeutschen eher nicht thematisiert oder kritisiert. Wie kann man damit umgehen, wenn jetzt Organisationen sind, die Journalisten einladen und dann erwarten, dass die Journalisten schweigen, was auf diesen Sitzungen besprochen wurde? Zum Beispiel Bilderberg, zum Beispiel haben wir uns mal die Satzung von der Justizpressekonferenz angesehen. Es gibt bestimmt eine ganze Menge weitere Beispiele, wo eben bei Organisationen, ja, sagen wir bewusst auch Journalisten mit eingeladen werden, aber die dann darüber nicht berichten sollen. Wie kann man da mit umgehen? Ich habe es jetzt nur ganz abgehackt verstanden. Ich meine, es gibt verschiedenste Organisationen oder Netzwerke, wo Journalisten eingeladen werden, ja, die darüber dann aber nicht berichten sollen. Da gibt es sowas, ja, Großes wie Bilderberg, da gibt es einen Verein wie die Justizpressekonferenz zum Beispiel, bei deren Sitzungen sind Journalisten, berichten über diese Sitzungen auch nicht. Ja. Ich denke, das gibt es wahrscheinlich bei ganz vielen Denkfabriken auch. Ja. Ja. Wie kann man damit umgehen, wenn die dazu eingeladen werden und darüber nicht dann nicht berichten sollen? Ja, also was der Journalist, wie der sich verhalten sollte, meinen Sie? Oder was man über Presseräte oder gesetzgeberisch tun sollte? Ja, also gesetzgeberisch, glaube ich, ist nichts für den Gesetzgeber, das ist eher eine Sache der journalistischen Ethik. Und das ist jetzt natürlich die Frage, Journalisten sind ja oftmals heilfroh, wenn sie einen näheren Kontakt mit Entscheidungsträgern bekommen und werden das häufig sehr gerne annehmen und sich da was erzählen lassen, was nur für ihren Hinterkopf bestimmt ist, was dann natürlich aber auch sie beeinflusst, das kann man ja nicht verhindern. Also ich habe da kein Patentrezept und ich sehe natürlich auch, dass Journalisten eine gewisse Nähe brauchen zu Akteuren, zu Entscheidern, dass sie sich nicht komplett fernhalten sollen und nur vom Schreibtisch aus die Lage beurteilen sollen. Aber also erstmal gibt es auch sehr gute Journalisten, die sagen, erzählen Sie mir nichts, was ich nicht schreiben darf. Erzählen Sie mir nur das, was ich schreiben darf. Das finde ich eine sehr konsequente Haltung. Das verhindert, dass man sich in Rücksichtnahmen und Loyalitäten verheddert. Ja? Wenn einem 10 Leute irgendwas vertraulich sagen immer, man weiß ja dann fast gar nicht mehr, was man wem an Vertraulichkeit schuldig ist. Also das finde ich eine gute Sache. Oder da
finde ich, sollte man drüber mal öffentlich oder zumindest in dem Berufsstand der Journalisten mal diskutieren, wie man mit Einladungen zu vertraulichen Konferenzen und Gremien und auch mit Hintergrundkreisen umgehen soll, ob das wirklich produktiv ist, so sozusagen Mitwisser zu werden von Politikplanungsprozessen, am Ende also auch dann Mitakteur zu sein. Also da hätte ich gerne mal einen breiten Meinungsaustausch gehört. Also es gibt harte Reporter zum Beispiel, die sagen, erzählen Sie mir nur das, was ich verwenden darf. Und alles andere behalten Sie bitte für sich. Und damit verhindern Sie, dass Sie vereinnahmt werden durch Insider-Informationen. Da muss man sicherlich differenzieren. Manche Leute können sich das leisten, manche investigative Rechercheure und Reporter. Andere, die eher auf eine permanente Kommentierung und auch angewiesen sind, dass sie also ständig irgendwie eine Meinung sagen müssen zu irgendwelchen Themen, dass sie regelmäßig entscheiden müssen, was eigentlich wichtig ist, dass sie vorab irgendwie gerne was wissen möchten, um auch journalistisch irgendwelche Ressourcen zu verteilen und Themen auf dem Schirm zu haben, für die ist es sicherlich ganz gut, auch Hintergrundinformationen zu bekommen. Aber es muss natürlich dann mal eine Grenze diskutiert werden, was ethisch zulässig ist. Und da habe ich also einen Vorschlag, der so ein bisschen, also der recht moderat ist, glaube ich, den man durchaus verwirklichen könnte, indem man sagt, dass Journalisten keine Tätigkeiten in Organisationen aufnehmen sollten, die irgendwas mit ihrem Berichterstattungsgebiet zu tun haben. Also heißt, ein Außenpolitik-Ressortleiter sollte nicht in den Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik gehen. Er kann sich gerne zum Kaffee treffen mit einem aus dieser Akademie, um Informationen zu sammeln, aber er darf nicht so weit rein in die Organisation, dass er von den Zielen, den Prozessen, den internen, sozusagen, dass er da Teil wird. Ja? Also es gibt diesen schönen Merksatz von Hans-Joachim Friedrich, dem ehemaligen Tagesthemenmoderator. Er sagte einerseits, der Journalist soll sich nicht gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache. Und er sagte auch, man soll überall dabei sein, ohne dazuzugehören. Also dieses Dazugehören, diese Zugehörigkeit sieht man ja sehr deutlich bei meinen Netzwerken, wo es eben Organisationen gibt mit Gremien und so weiter, wo ich also sagen würde, das sollte geächtet werden, das sollte einfach Journalisten nicht erlaubt sein, da sich zu engagieren, wenn es thematisch Berührungspunkte gibt oder personelle Berührungspunkte gibt mit mächtigen Akteuren aus ihrem Berichterstattungsfeld. Also ein Außenpolitik-Ressortleiter, der dürfte im Bürgerverein seines Stadtteils sich engagieren, dürfte da im Vorstand sein und sich darum kümmern, dass Denkmalpflege und Grünanlagen in seinem Viertel gedeihen. Aber er dürfte nicht sich engagieren für die deutsch-amerikanische Freundschaft auf Elitenebene, ja? Und dürfte auch nicht, so wie beim süddeutschen Ressortleiter, dürfte er in der deutschen Atlantischen Gesellschaft für die NATO Lobbyarbeit machen. Das wäre dann nicht mehr drin. Sie haben in Ihrer Studie, glaube ich, auch als Vorbild genannt, an dem man sich orientieren könnte, die New York Times. Mhm. Die New York Times ist, glaube ich, noch ein bisschen strenger als Ihr Vorschlag. Ja, ich will das mal kurz vorlesen, um es auch mir selber wieder ins Gedächtnis zu rufen. Die New York Times, die sagt, mal auf Englisch vorgelesen, hoffentlich versteht man das mit meinem Akzent, journalists should stand apart from institutions that make news,
Staff members may not serve on government boards or commissions, paid or unpaid. They may not join boards of trustees, advisory committees, or similar groups, except those serving journalistic organizations or otherwise promoting journalism education. Also, es sind alle Organisationen tabu, außer solche, die sich um journalistische Aus- und Weiterbildung kümmern. Ein Journalist darf also zum Beispiel beim Netzwerk Recherche in den Vorstand gehen und dort Konferenzen abhalten, wie man besser recherchiert. Aber es sind keine Beiräte, Kuratorien, Kommissionen und so weiter erlaubt, die irgendwas mit Akteuren zu tun haben, außerhalb des Journalismus. Das ist also, das finde ich ein sehr konsequentes Reinheitsgebot, was ich mir gut für Deutschland vorstellen kann. Denn also diese Merksätze haben wir ja, diese flapsigen von Hans-Joachim Friedrichs, die kennt fast jeder Journalist, überall dabei sein, ohne dazuzugehören. Das ist ja genau das. Zugehörigkeit soll verhindert werden. Aber diese Sprüche haben bis jetzt keine Entsprechung in Ethikkodizes in Deutschland für Journalisten gefunden. Und das, finde ich, sollte man nachholen. Aber nicht einfach nur das irgendwo reinschreiben, das muss man vorher diskutieren und Bewusstsein schaffen dafür. Herzlichen Dank für das Interview. Gerne. Und das Buch gibt es Meinungsmacht im Herbert von Halle im Verlag. Genau. Herzlichen Dank. Ja. Tschüss. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 16.05.2013 auf Radio Jungle Drum. Nun kommen wir zu dem Interview mit Herrn Günther Lachmann. Herr Lachmann, Sie haben ein Buch veröffentlicht, Das erste Leben der Angela M. im Piper Verlag zusammen mit einem Historiker. Worum geht es dabei? Es geht vor allem um Glaubwürdigkeit in diesem Buch. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Kanzlerin, um die Glaubwürdigkeit dessen, was sie bislang über ihre Zeit in der DDR erzählt und berichtet hat. Und die Glaubwürdigkeit dann halt auch der Politikerin Angela Merkel schlechthin. Welche Bedeutung hat DDR-Karriere der Bundeskanzlerin heute? Ist ja schon lange her.
Das ist zwar schon lange her, aber es sind immerhin 35 Jahre ihres Lebens, die sie in der DDR verbracht hat. Sie ist dort nicht nur aufgewachsen und hat studiert, sondern hat dort auch Karriere gemacht als Physikerin in der Akademie der Wissenschaften. Und die Art und Weise, wie sie Karriere gemacht hat, ist sicherlich interessant und spielt eine Rolle. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, wie sie gelebt hat. Das heißt, war sie in irgendeiner Art und Weise politisch? Wenn ja, wie drückte sich diese politische Haltung aus? Wohin tendierte sie? Mit welchen Leuten hat sie sich umgeben? Und welche Leute waren letztlich diejenigen, die sie Ende der 80er Jahre in der Wendezeit gefördert haben und sie letztlich dorthin gebracht haben, wo sie dann 1990 landete, in den Bundestag? Das heißt also, das spielt schon noch immer noch eine große Rolle, weil das halt Teil ihrer Biografie ist, genauso wie die jungen Jahre von Joschka Fischer, als er in der Frankfurter Putztruppe auf der Straße Steine warf, Teil seiner Biografie sind und wichtig sind für das Verständnis des Politikers insgesamt. Ja. Joschka Fischer hat ja auch eine beispiellose Veränderung, wenn man schaut, wo er sich heute engagiert und wo er früher war, ganz links außen. Sie schreiben, dass Frau Dr. Merkel in der DDR FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda gewesen sei. Es ist für uns, die wir nicht aus der DDR kommen, schwer einzuschätzen, wie hochrangig ein solches Amt ist und wie zentral die Funktion ist, wie groß das Einzugsgebiet ist, wo sie dort für Agitation und Propaganda zuständig war. Ja, das ist auch schwer zu vermitteln. Also es ist so, sie war FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften. Allein dieses Institut für Physikalische Chemie hatte ungefähr 650 Mitarbeiter, für die war sie dann zuständig als FDJ-Sekretärin. Was hat eine FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda gemacht? Im Wesentlichen ging es um Schulung, ging es um die Vermittlung des Marxismus-Leninismus, es ging um politische Diskussionen, Politik eigentlich schlechthin, das war ihre Aufgabe. Sie war aber ja nicht nur, das geht ja auch aus dem Buch hervor, Sekretärin für Agitation und Propaganda, sondern hat in dieser Funktion oder als FDJ-Propagandistin auch in der Betriebsgewerkschaftsleitung der Akademie gearbeitet, war dort für Jugendarbeit zuständig und wie sie jetzt selbst zugegeben hat, war sie natürlich wie fast alle DDR-Bürger in der deutsch-sowjetischen Freundschaft, im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund und hat sich also da doch in den Massenorganisationen des DDR, des SED-Staates bewegt. Das bedeutet praktisch, für Linientreue hat sie an dieser Universität gesorgt bei den Naturwissenschaften. Man kann nicht unbedingt sagen für Linientreue. Und ich finde es auch immer schwierig, das Buch darauf jetzt festzulegen. Und vielleicht ist es auch ganz gut, an dieser Stelle mal die öffentliche Debatte so ein bisschen zu korrigieren. Es ist ja durch den medialen Wirbel so der Eindruck entstanden, es ginge es darum, jetzt festzustellen, war sie Sekretärin für Agitation und Propaganda oder war sie es nicht? Das ist nicht der Punkt. Das ist ein winziger Aspekt, in dem es in diesem Buch geht, sondern es geht wirklich darum, die Haltung eines Menschen nachzuvollziehen, den Menschen zu erklären, seinen Charakter zu ergründen und zu schauen, wie er dann letztlich politisch erfolgreich sein konnte. Das ist also eine sehr, sehr komplexe Fragestellung. Und deshalb bewegen wir uns in dem Buch auch auf mehreren Ebenen. Das Buch hat eine kirchenhistorische, kirchenpolitische Ebene, die ist ganz wichtig, weil sie aus einem kirchlichen Elternhaus kommt. Wir beleuchten die Karriere und auch das Machen ihres Vaters. Dazu gibt es neue Papiere, neue Stasi-Unterlagen, die belegen, dass ihr Vater näher am System war, als bislang bekannt war, dass er eine maßgebliche Rolle spielte bei der Spaltung der evangelischen Kirche und den Aufbau einer eigenen evangelischen Kirche in der DDR, der Kirche im Sozialismus, wie es damals hieß. Daran war Horst Karstner, so hieß der Vater von Angela Merkel, maßgeblich beteiligt. Das ist die eine Ebene. Dann gibt es die Ebene Angela Merkel, ihre Jugend, ihr Studium und ihr Aufstieg an der Akademie der Wissenschaften. Und es gibt die Ebene, die Wendezeit, also die Zeit
der Perestroika und Glasnost, dann die ersten Proteste in der DDR, die Entstehung von Bürgerbewegungen, die ersten politischen Organisationen, die ja, was die meisten gar nicht mehr vor Augen haben, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, wie Pilze aus dem Boden schossen, das war in der Zeit von September bis Dezember oder November, 9. Dezember muss man sagen, von September bis Dezember 1989. Also in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum gründeten sich dann neue politische Gruppen und mit Wolfgang Schnurf dann zum Beispiel ein langer inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit an der Spitze des demokratischen Aufbruchs, dem sich Angela Merkel dann angeschlossen hat. Also es gibt mehrere Ebenen in diesem Buch. Alle sind wichtig, alle hängen eng miteinander zusammen, weil die kirchlichen Verbindungen des Vaters auch später für Angela Merkel wichtig waren, weil Kirche und Politik, weil Kirche und Stasi in der DDR eine wichtige Rolle spielten, weil es da viele, viele Querverbindungen gab, die sich dann bis hin in den Wendeherbst ziehen und letztlich auch noch spürbar sind und nachvollziehbar sind beim Aufstieg Angela Merkels 1989-90 von der Ostwissenschaftlerin zur erfolgreichen Westministerin. Das heißt, es sind wahrscheinlich viel mehr politisch engagierte Menschen der DDR mit der Stasi in Berührung gekommen, auf die eine oder andere Weise, als man sich das hier im Westen so vorstellt. Es scheint ein Riesenapparat gewesen zu sein. Ja, das ist sicher richtig. Aber es ist ja die eine Sache, ob man von der Stasi beobachtet wird oder ob man mit der Stasi in gewisser Weise, oder wenn die Stasi einem bescheinigt, ich handle im Sinne des Staates. Das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Bei Horst Kasner war das so. Bei Horst Kasner war es so, dass er zum Beispiel bei Kirchensynoden, bei Veranstaltungen, wichtigen Veranstaltungen der Kirche Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre Anträge einbrachte, die dann im Sinne auch der SED-Führung und der Staatssicherheit zur Spaltung der Kirche beigetragen haben. Das heißt, da gibt es Unterlagen, die das belegen. Das heißt aber nicht, dass er jetzt wissentlich im Sinne der Stasi gehandelt hat. Das ist ganz wichtig, weil das geht aus den Unterlagen nicht hervor. Es geht aber daraus hervor, dass die Stasi bescheinigt, da steht zum Beispiel, dass der Synodale Horst Kasner einen Antrag in unserem Sinne einbringt. So heißt es dort sinngemäß in den Stasi-Unterlagen. Dann ist es auch so, dass der Vater von Angela Merkel dem System deshalb nahestand, weil er anders als andere Pfarrer zum Beispiel Westreisen gemacht hat mit den dafür zur Verfügung stehenden oder mit den Organisationen des SED-Staates, die sowas angeboten haben. Er war unter anderem damals in Italien, kam dann zurück aus Italien, hat dann einen DIA-Vortrag gehalten vor ranghohen SED-Mitgliedern und hat dann gesagt, die einzige Chance, die es in Italien oder die Italien auch hätte, sei halt eine Machtergreifung der kommunistischen Partei und hat eigentlich nur von dem Elend und von der sozialen Not dort gesprochen. Also Horst Kasner war ein Gegner des Kapitalismus, daraus hat er auch nie ein Geheimnis gemacht, das war auch bis zuletzt. Horst Kasner hat natürlich auch, und das ist ein großer Unterschied zu anderen Pfarrersfamilien in der DDR, an seine Kindern erlaubt oder vielleicht sogar, das weiß, wissen wir nicht, er hat es ihnen vielleicht sogar nahegelegt, sich den Massenorganisationen des SED-Staates anzuschließen. Das heißt, gewöhnlich gingen Pfarrerskinder nicht zu den jungen Pionieren, gewöhnlich gingen Pfarrerskinder nicht in die freie deutsche Jugend, sondern engagierten sich in kirchlichen Gruppen. Bei Angela Merkel war das anders und bei ihren Geschwistern auch. Angela Merkel hat sich in der Schule schon den Pionieren angeschlossen, dann auch der FDJ, war im Abitursjahr sogar stellvertretende FDJ-Sekretärin. Das ist wirklich ungewöhnlich. Ihr Bruder war auch in der FDJ, ihre jüngere Schwester auch. Angela Merkel hat auch an dem Vorbereitungskurs zur Jugendweihe teilgenommen. Die Jugendweihe selber hat sie dann nicht erhalten, aber sie hat teilgenommen. Ihr Bruder Markus ist, glaube ich, ist sogar zur Jugendweihe gegangen. Das heißt, es gab hier doch eine Nähe zur Gesellschaftsordnung und zu dem, was diese Gesellschaftsordnung verlangte, die weit über das hinausging, was andere gemacht haben. Das setzte sich dann auch fort bei Angela Merkel. Angela Merkel
Durfte studieren, durfte an die Universität in Leipzig. Das war schon eine Auszeichnung. Also wer es dahin mal geschafft hat, dem stand eine sichere Karriere als Wissenschaftler dann bevor. Die war ihm sicher. Auch da, wie gesagt, hat sie wieder Leitungsfunktionen in der FDJ übernommen. Und das hat sie dann auch in der Akademie für Wissenschaften gemacht. Auch der Wechsel an die Akademie für Wissenschaften war sicherlich eine Auszeichnung und steht sicherlich nicht dafür, dass sie unbedingt dem System feindselig gegenübersteht. Was viele nicht wissen, ist, dass sie dann ihre Karriere auch in der Akademie fortgesetzt hat. Sie hat sehr lange promoviert. Die Gründe dafür kenne ich nicht. Aber nach Abschluss der Promotion 1986 ist Angela Merkel dann erstmals in den Westen gereist, nach Westdeutschland gereist und hat dort unter anderem auch die Universität in Karlsruhe besucht als Wissenschaftlerin. Das ist etwas, was nicht jedem Wissenschaftler in der DDR erlaubt wurde. Wir haben in dem Buch Beispiele dafür, was unter welchen Bedingungen solche Westreisen in der Regel zustande kamen. Da muss man sagen, klar, 1986 ist nicht 1976. Das heißt, da gibt es schon ein anderes gesellschaftliches Klima. Aber es war halt immer noch eine Sache, die wenigen vorbehalten war. Grundsätzlich gilt, dass Westreisen für Wissenschaftler nur von der SED, von der Stasi und der HVA genehmigt werden konnten. Es gab sogenannte Reisekader. Zu denen wurden nur handverlesene, wirklich systemtreue Wissenschaftler zugelassen. Die durften in den Westen reisen. Sie bekamen in der Regel eine klare Aufgabenstellung mit, was sie zu beobachten hatten, welche Erkenntnisse sie, nachrichtendienstliche Erkenntnisse sie mitzubringen hatten. Wir haben im Buch ein Beispiel für eine solche Aufgabenstellung, wo verschiedene Punkte dargestellt sind, die ein Wissenschaftler, der sich auf eine Westreise begab, zu erfüllen hatte. Und sobald die Wissenschaftler dann zurück waren, mussten sie darüber Bericht erstatten. Also wie gesagt, auch Angela Merkel durfte 1986, das ist bislang wenig diskutiert worden, als Wissenschaftlerin in den Westen. Das ist schon nicht ganz gewöhnlich gewesen, auch zu diesem Zeitpunkt. Ja. Das war jetzt sehr viel, ich weiß. Sie ist ja dann erst in der Wendezeit in den demokratischen Aufbruch gegangen. Ich hatte den demokratischen Aufbruch damals als eine Bürgerin. Nein, das ist nicht ganz richtig. Sie ist nicht, das kann man so nicht formulieren. Sie ist erst in der Wendezeit. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese ganzen politischen Gruppen erst 1989, von September bis Oktober, November 1989 entstanden. Vorher gab es sie nicht. Und Angela Merkel hat bislang immer gesagt, sie sei im Dezember 1989 zum demokratischen Aufbruch gekommen. Das hat sie auch bei dem inzwischen leider verstorbenen Biografen Langguth gesagt. Der hat damals ein Interview mit ihr geführt und hat sie mehrfach auf die Frage, wann sind sie zum demokratischen Aufbruch gekommen, der genaue Zeitpunkt ist wichtig, hat Angela Merkel immer wieder gesagt, im Dezember. Das stimmt so nicht, denn wir haben mehrere Zeitzeugen gesprochen, die übereinstimmend aussagen, dass Angela Merkel bereits im Oktober, November Wolfgang Schnur zugearbeitet hat. Wolfgang Schnur war der spätere Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs und wie gesagt ein langjähriger, hochdekorierter, inoffizieller Mitarbeiter der Stasi. Angela Merkel war bereits im Oktober, November bei Wolfgang Schnur, in dessen Kanzlei hat ihm dort zugearbeitet. Das ist wichtig, weil man annehmen kann oder man könnte das jedenfalls so interpretieren, dass Angela Merkel den Zeitpunkt ihres Einstieges beim demokratischen Aufbruch bewusst auf den Dezember verlegt. Denn im Dezember hatte sich der demokratische Aufbruch als erste politische Gruppe für die Einheit ausgesprochen. Vorher war der demokratische Aufbruch, wie alle anderen auch, für einen eigenständigen demokratischen Sozialismus, also in einer eigenständigen DDR. Das heißt, der Einstieg Angela Merkels beim demokratischen Aufbruch ist zur Bewertung und ihrer politischen Haltung damals wichtig. Das ist erstaunlich, weil zu dem Zeitpunkt der demokratische Aufbruch hat sich ja der CDU angeschlossen und die hatte ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keinen sozialistischen Flügel in dem Sinne mehr. Na, die Wende zur CDU ist eine überraschende und auch sehr vielschichtige. Die Wende zur CDU
lässt sich nur erklären über die Kirche. Auch da haben wir wieder die Verbindung zur Kirche. Die Ost-CDU war der Kirchenflügel in der SPD, um das mal ganz pauschal zu sagen. Also es ist ja so, dass es zwar in der DDR auch eine CDU gab oder eine SPD gab, aber im Grunde waren die natürlich alle gleichgeschaltet. Deshalb sprach man ja auch von Blockparteien. Also die CDU-Politiker in der DDR waren nichts anderes als die SED-Politiker in der DDR. Da gab es keinen Unterschied, also keinen weltanschaulichen, ideologischen Unterschied. Dass sich jetzt der demokratische Aufbruch, der später der CDU angeschlossen hat, hängt damit zusammen. Ja, weil es diese Verbindungen halt zur Kirche gegeben hat. Schnur hatte diese Verbindungen zur Kirche. Merkel hat diese Verbindung über ihren Vater zur Kirche. Das ist die Verbindung, ein Band, was sich logischerweise von der CDU zum demokratischen Aufbruch zieht. Und ich würde mir jetzt vorstellen, wenn zwei Organisationen zusammenwachsen, dass man dann von der kleineren Organisation, die die Eigenständigkeit aufgibt, Führungspersönlichkeiten mit in die größere Organisation auf herausgehobene Positionen hebt, um zu bekräftigen, dass es ein Zusammengehen und nicht nur eine Übernahme ist. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Sie als eine der fähigsten Politikerinnen des demokratischen Aufbruchs dann deswegen Ministerin geworden ist. Ja, Entschuldigung, Sie waren nicht eine der fähigsten Politikerinnen des demokratischen Aufbruchs, Sie war Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs. Als Pressesprecherin. Sie hatte überhaupt keine politische, sie war nicht als Politikerin dabei, sondern als Pressesprecherin. Und das ist schon interessant, dass sie dann als Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs diese Karriere gemacht hat. Das ist richtig. Und als Wissenschaftlerin vielleicht. Sie ist ja auch später, sie ist ja Umweltministerin geworden. Ja, aber dass sie Wissenschaftlerin war, das spielte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eher weniger eine Rolle. Es ging wirklich dann darum, wer kennt wen und wo sind die Kontakte. Und man muss dazu wissen, und das, wie gesagt, da ist die Kirche das verbindende Element, das verbindende Band in allem. Auch Lothar de Maizière ist natürlich ein Kirchenmann gewesen. Lothar de Maizière kannte den Vater, kannte die Familie Kasner. Wolfgang Schnur, der Vorsitzende des Demokratischen Aufbruchs, kannte die Familie Kasner. Das sind wichtige Verbindungen. Dann gehörte Manfred Stolpe, der später Ministerpräsident von Brandenburg wurde und war ein Kirchenmann, war Konsistorialpräsident. All das sind wichtige Personen gewesen, die dann eine Rolle gespielt haben. Das heißt, Lothar de Maizière behauptet zwar immer, er habe Angela Merkel erst später kennengelernt, er kannte sie nicht. Wenn man das Buch aber aufmerksam liest und auch die Passagen aus der Wendezeit, dann fügt sich da ein Bild zusammen, wo man sagt, es musste logischerweise so sein, es macht Sinn, dass Lothar de Maizière sich dann für die Regierung, für Angela Merkel als Regierungssprecherin entschieden hat. Was haben Sie dazu herausgefunden, ob Sie einen tiefgreifenden wirtschaftspolitischen Bewusstseinswandel oder andere wirtschaftspolitische Erkenntnisse Wie gesagt, es ist so gewesen, dass Angela Merkel zum einen diese Nähe zum System hatte, die sie immer bestreitet. Also, und das war uns auch ganz wichtig in dem Buch. Wir haben uns natürlich intensiv mit den ganzen bisherigen Biografien, die erschienen sind, auch beschäftigt. Wir haben ihre Aussagen gesammelt und haben dann diese Aussagen sozusagen als Kontrapunkt in unseren Text eingefügt. Das geht ungefähr so. Also Angela Merkel hat wiederholt behauptet in Interviews, die DDR war mir nie eine Heimat. Mich hat nichts mit diesem Land verbunden. Demgegenüber muss man dann stellen den Satz, ich war gerne in der FDJ. Demgegenüber muss man dann die Tatsache einfach einbringen, dass sie sich in den Massenorganisationen des SED-Staates stärker als der Otto-Normalverbraucher engagiert hat, dass sie Sekretärin wurde für Agitation und Propaganda. Das passt nicht dazu. Angela Merkel hat wiederholt in Interviews gesagt, dass sie die Westpolitik unterstützte, dass sie
auch zur Zeit des NATO-Doppelbeschlusses, also der Hochzeit des Rüstungswettlaufs in die Politik Ronald Reagans unterstützt hat. Das fällt aber ausgerechnet auch in jene Zeit, wo sie sich auf der anderen Seite 1981 als Sekretärin für Agitation und Propaganda an der Akademie eingebracht hat. Und das sind Widersprüche, die sich ergeben. Diese Widersprüche haben wir in diesem Buch aufgelistet. Wir haben einfach ihre Aussagen den Tatsachen gegenübergestellt. Und daraus ergibt sich das Bild, dass es doch an vielen Stellen in ihren bisherigen Schilderungen an Glaubwürdigkeit mangelt. Deshalb habe ich auch anfangs gesagt, in diesem Buch geht es vor allem um Glaubwürdigkeit. Und warum sie ihre politische Haltung so stark gewendet hat, das wird wahrscheinlich die Geschichte zeigen. Ich glaube, das kann man auch erklären, wenn man das Buch liest. Also Angela Merkel hatte ja auch noch eine andere Seite in der DDR. Das heißt, sie hat sich zum Beispiel in Leipzig mit Leuten umgeben, die durchaus systemkritisch waren. Das waren Leute an der Universität, Wissenschaftler auch, die mit dem System gehadert hatten, die allerdings natürlich überzeugte Sozialisten waren, überzeugte Kommunisten waren, die mit dem Kapitalismus und mit dem westlichen Gesellschaftssystem gar nichts im Sinn hatten, sondern die einfach eine Reform des Kommunismus wollten. Es gab damals auch wiederholt Berichte im Spiegel über solche nonkonformistische SED-Politiker, wie der Spiegel sie damals genannt hat. Mit solchen Leuten hat Angela Merkel damals durchaus Kontakte gehabt. Sie hat ihre Treffen besucht, sie war dabei. Inwiefern sie sich mit den Leuten oder mit deren Auffassungen identifizierte, ist schwer zu sagen. Also mit den kritischen Schriften von Barrow und anderen konnte sie so wahnsinnig viel nicht anfangen. Da hat sie immer gesagt, die Analyse ist gut, aber die Umsetzung finde ich nicht so toll. Gleichwohl war es natürlich auch so, dass sie an der Akademie in der FDJ-Gruppe durchaus etwas offener diskutiert haben als andere. Offener in dem Sinne, dass man gesagt hat, wir gucken genau hin, was passiert in Polen, was passiert in der UdSSR unter Gorbatschow, was ist eigentlich Glasnost und Perestroika. Angela Merkel spricht perfekt Russisch, sie verbindet eine tiefe Zuneigung, ja sogar Liebe zur russischen Sprache, wie sie selber mal sagt, weil sie irgendwie musisch sei. Also wie gesagt, sie hat Gorbatschow dadurch im Original gelesen, sie hat also genau verfolgt, was passiert. Und das ist auch eine Art und Weise gewesen. Sie war schon irgendwie politisch und die Frage ist, warum spricht sie überall das nicht? Auch das ist so eine Sache. Ich meine, sie ist immer wieder in unzähligen Interviews auf ihre Vergangenheit angesprochen worden und nie sind irgendwelche Sätze dazu über ihre Lippen gekommen und wir fragen uns, warum das so ist. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, mit denen sie damals zusammen war, die damals zu diesen Gruppen gehörten. Die alle sind tief enttäuscht von ihr, weil sie fest daran geglaubt haben, dass auch Angela Merkel in dieser Weise für den Reformkommunismus oder für eine Reform des Sozialismus eingetreten ist. Die sind heute sehr enttäuscht von ihr. Ja. Sie haben mich gefragt, wann sie ihre Meinung geändert hat. Dazu möchte ich noch ein paar Sätze sagen. Wenn man also sich anschaut, wie sich Angela Merkel verhalten hat, dann ist das ich habe das Mikrofon in die falsche Richtung gedreht. Nochmal zu Ihrer Frage, wann sie ihre Meinung geändert hat. Ganz, ganz wesentlich in ihrem Verhalten ist ein Charakterzug, den ich mal an zwei Beispielen darstellen möchte. Angela Merkel hat manchmal, wenn sie in der Schule auf den Beruf ihres Vaters angesprochen wurde, gesagt, mein Vater ist Pfarrer, weil das ganz ähnlich klingt wie Pfarrer und weil die Nachfrage Pfarrer, weil die Nachfrage auf den Beruf Fahrer weil es vermutlich keine Nachfrage gegeben hat, wenngleich, wobei man natürlich als Tochter eines Pfarrers immer mit kritischen Fragen rechnen musste. Also Angela Merkel wich lieber aus. Dann gibt es das Ereignis 1968, die Ereignisse in Prag unter Dubček. Und damals
verbrachte Angela Merkel mit ihren Eltern die Sommerferien in der Tschechoslowakei, wurde anschließend in der Schule gefragt, was sie denn so erlebt habe. Und da setzt sie an und sagt, wir waren in der Tschechoslowakei, schaut oder sieht in das entsetzte Gesicht oder das strenge Gesicht des Lehrers, bricht ab und erzählt irgendeine andere Geschichte. Das ist typisch für Angela Merkel. Dann gibt es eine Überlieferung, das muss 1991, 90 gewesen sein, wo sie zum ersten Mal vor West-CDU-Anhängern sprach und durchaus etwas von der FDJ erzählen wollte und auch da in entsetzte Gesichter schaute. Wieder brach Angela Merkel ab und erzählt etwas anderes, weil sie offenbar das Gefühl hatte, dass es nicht vermittelbar ist. Das heißt, immer wenn es etwas gibt, wo sie was sie selbst in Frage stellen könnte und wo sie zu etwas stehen muss, das schwer zu vertreten ist, das in dem Moment schwer zu vermitteln ist, weicht sie lieber aus und erzählt etwas anderes. Das heißt, dieses Ausweichen ist etwas, das in ihrer Person zu finden ist und was in diesem Buch auch herausgearbeitet wird. Und genau dieses Ausweichen, dieses sich nicht stellen zu Dingen, dieses Taktieren, Lavieren ist etwas, was sie in der Politik nach der Wende bis heute vor allem und zuletzt auch in der Europolitik immer wieder finden. Es gibt ein bekanntes Zitat, was ich von ihr mal gehört habe. Wir müssen mehr Konzepte anfordern. Das klingt sehr anpassungsfähig. Richtig. Ich weiß bloß leider bloß nicht mehr, woher das, von wann, aus welcher Gelegenheit dieses Zitat kommt. Ich habe gelesen, dass sie das mal gesagt habe. Also, dass sie wirkt, stellt sich für mich die Frage, ob sie möglicherweise eher eine Machtpolitikerin ist. Eine, die eine Partei und eine Regierung zusammenhalten kann und dann eher vielleicht moderiert die Inhalte. Sie ist ganz sicher eine Karrieristin, in erster Linie, weil das zeigt ja das Verhalten, das ich vorhin beschrieben habe. Sie ist ganz sicher eine glänzende Machtpolitikerin. Sie taktiert in einer Art und Weise, wie man das im Westen bislang nicht kannte. Das heißt, sie beobachtet sehr lange, sie hält sich sehr lange im Hintergrund, sie lässt andere agieren und ihre politischen Gegner fallen nicht durch Attacken, die sie selber betreibt, sondern stürzen über ihre Fehler. In ihrem Verhalten finden sich viele Dinge, wie man auch im Osten Politik gemacht hat, wie man im Osten mit politischen Gegnern, auch mit Gegnern im eigenen Lager umgegangen ist. Das ist typisch, das ist eine Form von Machtpolitik, wie sie die SED oder wie man sie im Osten auch in der Sowjetunion ganz üblicherweise gemacht hat. Das heißt, klar, Angela Merkel ist eine Machtpolitikerin und Angela Merkel ist wahrscheinlich im Moment konkurrenzlos in Deutschland. Vielen Dank für das Interview. Ich habe zu danken. Wie gesagt, das erste Leben der Angela M. heißt das Buch im Piper Verlag. Wenn man mehr über ihre Arbeit wissen möchte, wo kann man sich da noch informieren? Informieren Sie sich doch auf meiner Internetseite Geolitico. www.geolitico.de, da finden Sie Texte auch zu dem Buch, Interviews zu dem Buch, aber natürlich auch andere Texte von mir zu anderen Themen, vor allen Dingen auch zur Euro- und Europapolitik. Vielen Dank. Ich danke. Tschüss.